bin schon unterwegs. Keine Angst, Lämpchen. Ich hol dich da in 0, nichts runter. Ich hab nur kurz unter der Brücke gehalten. Da sprang es aufs Dach. Es ist jetzt in Sicherheit, Trevor. Na los, Penny. Wir müssen schnell zurück zur Feuerwache. Hauptbrandmeister Boyce leitet heute einen ganz besonderen Trainingstag. Alles klar, Sam. Ich schaue hier gerade die Abrechnungen durch und stelle etwas ganz Aufregendes fest. Der nächste Kunde, der heute in diesen Laden kommt, wird unser 1-millionster Gast sein. Wow! Ist das viel? Klar ist das viel. 1 Million sind Hunderte und viele Hunderte von Tausenden. Oh, ich habe eine ganz unglaublich geniale Idee. Wenn unser 1-millionster Gast hier reinkommt, dann sollten wir was ganz Besonderes veranstalten. So eine tolle Idee. Dann mache ich uns etwas zu essen und ihr könnt euch schon mal was Nettes ausdenken. Ist gut, Mom. Also dann, Sir, was für eine Art Training mit uns schwebt Ihnen denn heute genau vor? Nun, zuerst... Guten Tag, Hauptbrandmeister Boyce. Also das war eine ungewöhnliche Rettungsaktion. Da saß doch glatt ein Lämpchen fest auf dem Dach eines Busses. Also ich muss schon sagen, Penny und Sam, da gibt es noch weitaus ungewöhnlichere Rettungsaktionen. Oh ja, allerdings. Ach, wirklich? Na und ob, wisst ihr was? Die Sache bringt mich auf eine gute Idee. Als heutiges Training gibt es einen Feuerwehrleutekurs für äußerst ungewöhnliche Rettungsaktionen. Na, habt ihr schon Ideen, was wir alles Tolles für den millionsten Gast anstellen? Ganz viel, Mom. Wenn der Gast hier in den Laden kommt, ist alles hübsch dekoriert und wir zünden Partyknaller. Und aus einer riesengroßen Torte springt plötzlich jemand raus und ruft: Überraschung! Nein, wirklich? Und ihr meint eine richtige Torte? Nein, nur eine, die aussieht wie eine richtige Torte. Tja, das hört sich ja alles großartig an. Nur wer soll uns noch vor heute Abend so eine riesige falsche Torte bauen? Mike! Hallo, ihr beiden. Du musst uns eine Torte machen, schnell! Oh, aber ich bin doch gar kein Bäcker. Nein, doch keine richtige Torte, Mike. Nur eine, die so aussieht. Und so groß ist, dass jemand rausspringen kann. Oh, das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Na, solche Aufgaben finde ich richtig gut. Ich fange sofort mit der Arbeit an. Das mit der Torte wäre erledigt. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der da rausspringt. Das wird sicher schwierig. Wer könnte das machen? Ich weiß. Ich könnte das machen. Hier. Überraschung. Ich denke, wir brauchen jemanden, der ein kleines bisschen lauter ist als das eben. Nein, ich werde zu Tante Phyllis Hochzeit ganz bestimmt nie und nimmer so eine doofe Fliege tragen. Norman Price, du wirst so eine Fliege tragen und damit ist Schluss. Oh, meinetwegen, Mom. Norman! Wir haben eine wahnsinnig aufregende Aufgabe für dich. Oh. Also die ungewöhnlichste Rettungsaktion, mit der ich zu tun hatte, war die Rettung eines Pferdes, das in einem Aufzug festsaß. Ach, das nennen Sie ungewöhnlich? Ich musste mal einen Affen aus einem Schornsteinschacht heraufholen. Sirs, werden Sie uns vielleicht sogar eine dieser Rettungsaktionen vorführen? Ja, sicher. Aber welche zeige ich euch jetzt wohl als erstes? Ja, natürlich. Das Herauslocken eines Schwarms Bienen aus einem Gasgrill. Das nennen Sie ungewöhnlich. Das dauert heute bestimmt sehr lang. So, alles fertig. Hier auch. Und wie findest du die Torte, Gwendolyn? Sieht sie nicht zum Anbeißen aus? Oh, sie ist fantastisch, Mike. Oh, seht euch diese Torte an. Und Mom, Norman hier macht auch mit. Er ruft dann: Überraschung. Wie soll ich da reinkommen? Komm mal hier rüber, Norman. Das führe ich dir vor. Da stelle ich schon mal schnell die Friteuse an. Schließlich soll unser millionster Gast auch eine große Gratisportion Pommes frites bekommen. Tut mir leid, Stil, mein Bester, aber die Rettung einer Tauziehenmannschaft aus einem Schwimmbecken voller Spaghetti Bolognese ist bei weitem erheblich ungewöhnlicher als die Rettung eines Opernsängers aus einem Baum. Ja. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Also das alles hier zeigt mir nur eins. Ich hatte noch gar keine richtig ungewöhnliche Rettungsaktion. Keine Sorge, Penny, die bekommst du eines Tages schon. Hm? Ist da drin alles in Ordnung bei dir, Norman? Es ist ein bisschen sehr dunkel. Seht mal, da kommt Moose Roberts. Er könnte unser millionster Gast sein. Aber er geht einfach vorbei.
Das Öl in der Fritteuse ist schon schön heiß. Na, hoffentlich taucht unser 1-Millionster Gast bald auf. Ja, mein Hintern ist schon eingeschlafen. Psst, Norman. Seht mal, da kommt Dennis. Sie kommt direkt auf uns zu. Das ist ja so aufregend. Oh, jetzt geht's wirklich gleich los. Hat irgendjemand meinen lieben kleinen Norman gesehen? Na, was starrt ihr denn alle so? Überraschung! Warum macht ihr denn das? Na, weil du unser 1-Millionster Gast bist, Dillis. Und hier wartet noch eine Riesenüberraschung auf sie. Oh, das ist wirklich eine Überraschung. Eine riesengroße Torte. Oh, wenn das doch jetzt nur mein Norman sehen könnte. Norman, spring aus der Torte! Ich komme hier nicht raus. Mir war gerade so, als hätte ich Normans Stimme gehört. Haben Sie auch. Er ist da in der Torte. Ihr backt meinen Norman in eine Torte ein? Oh. Nein, ich habe die Torte gebaut. Die ist aus Holz. Was? Oh. Die sollte ganz einfach aufgehen. Hat keinen Zweck. Die ist dicht. Lasst mich raus. Dillis, wach doch auf. Schnüffel mal da dran. Lass ich jetzt vielleicht die Partyknaller los? Es riecht nach Rauch. Ich riech ihn auch. Oh nein! Ich habe die Fritteuse nicht ausgestellt. Wir müssen hier raus! Kommt alle schnell! Und nichts wie raus! Vergessen wir die Torte! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was ist denn los? Oh nein! Mein Norman sitzt doch in der Torte fest. Keine Angst, Dillis. Ich schiebe die Torte einfach raus. Ah, hört doch auf, mich so rumzuschubsen. So ein Unglück! Die ist zu groß für die Tür. Gut, wir werden jetzt demonstrieren, wie man den Fuß von jemandem geschickt befreit, der in einem halben Eimer Muscheln feststeckt. Bereit, Norris? Bereit wie noch nie. Ausgezeichnet. Oh. Hey, los! Ich komme hier tatsächlich nicht raus. Was? Ein Feuer im Kabeljau-Café und Norman Price steckt fest in einer riesigen Torte? Ein Feuer im Kabeljau-Café und Norman Price ist in eine riesige Torte eingeschlossen. Mein Norman, mein armer kleiner Norman. Mike ist auch noch da drin und versucht, Norman rauszuholen. Bitte jetzt alle zurücktreten. Es hat keinen Zweck. Ich krieg ihn da nicht raus. Kein Problem, Mike. Ich mach das. Überraschung! Was ist passiert? Komm, Norman. Wir bringen dich hier jetzt lieber mal raus. Bist du jetzt der 1-Millionste Gast hier, Sam? Ja! Mein kleiner, süßer Norman. Ich kann's nicht fassen. Wie konnte ich die Fritteuse nur komplett vergessen? Das war wirklich sehr tapfer von dir, Sam. Und dir, Penny. Und auch von Mike, oder? Er hat alles versucht, um Norman aus der Torte zu holen. Sind auch alle unverletzt hier? Ja, Sir. Nur haben sie verpasst, wie Feuerwehrfrau Morris eine sehr ungewöhnliche Rettung durchführt. Und welche? Es ging um die Rettung von Norman Price aus einer riesigen Torte. Das können wir wohl kaum überbieten. Oder, Sir? Wie wär's mit der Befreiung des Fußes von einem Hauptbrandmeister aus einem Eimer Muscheln, Sir? Das könnte klappen. So, schön stillhalten. Was? Nein, nein! Hier, bitteschön. Lasst es euch schmecken. Oh, Gwendolyn, das ist ja ein Festschmaus. Es geht doch wirklich nichts über Schellfisch am Morgen. Tja, aber eine Frage ist noch offen, Moose, mein guter alter Freund. Was werden die wilden Männer von Pontypandy heute wohl noch anstellen? Wer sind denn diese wilden Männer von Pontypandy? Natürlich sind wir das, Gwendolyn. Wir zwei erkunden die dunkelsten Wälder. Wir überqueren die größten Ströme und klettern in die höchsten Höhen. Nur können wir uns heute nicht entscheiden, ob wir zuerst angeln gehen oder Vögel beobachten. Guten Tag, Gwendolyn. Ich hätte gerne eine große Dose Limonade, bitte. Wozu seid ihr denn mit einem Fernglas unterwegs, Norman? Oh, wir sind auf der Jagd nach einem Fuchs. Einem Fuchs?
Ja, aus unserem Garten sind ganz viele Sachen verschwunden. Und da hat meine Mom Spuren von einem Fuchs im Blumenbeet entdeckt. Wir wollen ihn unbedingt erwischen, aber irgendwie schleicht er uns dann ständig davon. Na klar, weil er ganz schön ausgefuchst ist. Wir könnten dir helfen, diesen Fuchs aufzuspüren. Gar kein Problem. Seid ihr da sicher? Ja, natürlich. Wir sind doch die wilden Männer von Ponty Pandy. Gut, das Steuer ganz sachte nach links, runter vom Gas und die Bremse treten. Danke, Sam. Das war echt großartig. Ich kann es gar nicht erwarten, meinen Löschwagenführerschein endlich zu kriegen. Und dann werde ich vielleicht bald so gut fahren können wie du, Sam. Na, wenn du an alles denkst, was ich dir erzählt habe, dann wird's klappen. Ach, wer macht wohl mit mir die Fahrprüfung? Oh, machst du das, Sam? Nein, Elvis, das tut mir leid. Ah, Critlington, da steckst du. Es wird höchste Zeit für den Test. Oh nein, das ist ja Hauptbrandmeister Boyce. Ein Hauch von dem leckeren Speck und der Fuchs wird hier auftauchen wie ein geölter Blitz. Und wir verstecken uns hier drin, so sehen wir alles und verschrecken ihn nicht. Bist du da sicher, Moose? Also ich finde, das sieht nicht wie ein richtig gutes Versteck aus. Da irrst du dich. Es fehlen nur die allerletzten Details. Ja, genau. Und nun gehen wir alle da rein. Oh, wartet. Dieses Ding hier stört. Das hat ja gar kein Tarnmuster. Sowas. So, der Speck ist fertig. Und damit werden wir diesen Fuchs schon anlocken. Na, fertig. Es geht los. Warte noch, Critlington. Der allerbeste Test, um herauszufinden, ob jemand ein guter Fahrer ist, wird von diesem hocheffizienten Prüfgerät ausgeführt, das ich mitgebracht habe. Ein unbestechliches Gerät. Tee in einem Becher, Sir? Nicht irgendein Tee. Ein Becher mit meinem Lieblings-Earl Grey-Tee. Und der steht die ganze Fahrt über hier. Also, ich will, dass du jetzt äußerst vorsichtig und langsam fährst, denn wenn du tiefer schüttest, gibt es einen Punkt Minus pro Spritzer. Schon verstanden, Sir. Siehst du, und schon hast du einen Punkt Abzug, Critlington. Ich kann den Fuchs noch nicht sehen. Shh, das wundert mich gar nicht. Dieses Versteck könnte nicht mal den dümmsten Fuchs täuschen. Aha, da schnüffelt doch irgendwer. Speck. Das klingt nach meinem Dad. Oh, ein leckeres Geschenk für mich. Hey. Was? Die Finger weg von dem Speck. Wer hat das gesagt? Das war ich. Ah, der kann ja reden, der Busch. Keine Angst, Mike, alles gut. Das sind nur wir. Ich verstehe. Wir helfen Norman und Mandy, einen Fuchs aufzuspüren. Und das können die überhaupt nicht. Man muss dabei eins bedenken, so etwas Wildes aufzuspüren wie einen Fuchs, da muss man listig sein und gerissen. Man braucht dazu Ohren wie eine Fledermaus. Ja, und Augen wie ein Adler. Und genau das haben wir, denn wir sind die wilden Männer von Ponty Pandy. Pandy. Oh ja, und wie wild. Jetzt mal ganz ruhig, ja? Wo ist meine Mütze denn hin? Die war doch gerade eben noch da. Seht ihr? Da sind Pfotenabdrücke. Und die sind eindeutig von einem Fuchs. Soll das etwa heißen, dass der Fuchs sich das Ding geschnappt hat, als er hier durchgelaufen ist und die wilden Männer von Ponty Pandy sehen das nicht? Ja, das mag sein. Vielleicht diesmal nicht, Mandy. Doch letztlich hat er keine Chance. Und ich kriege schon bald meine Mütze zurück. Genau. In welche Richtung ist der Fuchs gelaufen? Da lang. Da lang. Die zwei würden doch nie einen Fuchs aufspüren, selbst wenn er ihn in den Hintern beißt. Ja, also was sollte denn das bitte? Das war jetzt der größte Spritzer von allen. Entschuldigung, Sir, aber da war gerade ein Fuchs. Zissis, tja, ich muss schon sagen, das sieht wirklich nicht sehr gut aus, Cradlington. Ich weiß, Sir. Wir kommen ihm immer näher. Irgendwo hier muss er sein. Naja, hoffentlich. Wir gehen jetzt schon seit Ewigkeiten im Kreis herum. Da ist er. Der Fuchsbau. Eindeutig. Da hat er meine Mütze hinversteppt, dieser alte Schlawiner. Ich muss da rein. Ist das wirklich eine so gute Idee, Moose? Du bleibst vielleicht stecken. Die wilden Männer von Ponty Pandy bleiben nirgendwo stecken. Pass gut auf. Tja, da steckt wohl einer der wilden Männer von Ponty Pandy irgendwo fest.
Keine Sorge, Mann. Ich komme auch rein. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee... Ich hab dich, Kumpel. Nein, das ist eine Baumwurzel. Oh nein! Jetzt hänge ich auch fest. So, das reicht jetzt. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Ihr zwei wartet hier. Tom und Rose sitzen fest in einem Fuchsbau. Ungeheuer. Schon unterwegs, Sir. Wir brauchen Jupiter bei einem Notfall im Wald. Bitte sofort dorthin fahren. Sam wartet dort mit Mercury. Na gut, Creedlington, du hast gehört, was der Hauptfeuerwehrmann gesagt hat. Es ist ein Notfalleinsatz. Das heißt, du kannst ein bisschen schneller fahren. Aber das heißt nicht, dass man nicht sanft fahren kann. Oh nein. Naja, wenigstens ist die Hälfte des Tees noch drin, schätze ich. Ach du meine Güte. Entschuldigung, Sir. Sie sind da unten, Sam. Tom, Moose, versucht Ruhe zu bewahren. Wir werden euch in 0, nichts da rausholen. Alles klar, Sam. Aber es sieht so aus, als könnt ihr die Höhle bald einstürzen. Oh nein! Wir müssen den Einstieg erweitern, dann können wir sie da rausziehen. Na dann los, Sam! Danke, Elvis. Wir müssen jetzt loslegen. Und zwar schnellstens. Stopp! Ich denke, wir sollten das lieber ganz vorsichtig und langsam machen, Sir. Weißt du was, Creedlington? Das stimmt, glaube ich. Oh ja, die Höhle darf nicht einstürzen. Ihr erweitert das Loch da oben und ich erweitere die Seiten. Ich denke, ich kümmere mich um das Abstützen der Decke mit dem Heber hier. Dann ist das Autofahren anscheinend nicht das Einzige, das man vorsichtig und langsam machen sollte, Sir. Ganz richtig, Elvis. Also los jetzt, aber vorsichtig. Das ist noch peinlicher als damals, als wir in dem Baum hängen geblieben sind. Oh ja. Tja, ich hoffe, die wilden Männer von Ponty Pandy werden nicht so bald wieder in derart gefährliche Löcher kriechen. Ja, keine Sorge, Sam. Bestimmt nicht. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von dir, Creedlington. Ganz eindeutig hast du dir die Lektion zum sicheren Fahren zu Herzen genommen. Damit hast du dir diesen Löschwagenführerschein redlich verdient. Oh, danke schön, Sam. Seht mal, da, der Fuchs. Und er bringt mir glatt meine Mütze zurück. Mandy ist klasse im Füchsaufspüren. Na, wenn das so ist, dann ist sie sicher das wilde Mädchen von Ponty Pandy. Komm schon, Mandy. Lass es schön wild raus. Oh, na gut, meinetwegen. Ganz genau, Zähne zeigen. Mal sehen, die Häppchen sind fertig und die Würstchen im Schlafrock im Ofen. Ach, und da sind die Servietten. So. Ach, hallo Mandy. Du passt dann heute Abend schön auf Lilly auf, stimmt's? Ja, und ich freue mich schon ganz wahnsinnig darauf. Hier ist ein Riesenhaufen Sachen zum Spielen für Lilly. Wunderbar, die Frauenrunde kann also endlich losgehen. Oh. So, Helen, wo kann ich alles aufbauen? Wie aufbauen? Na ja, ich habe unseren ganzen Abend genau durchgeplant, wie ein Uhrwerk mit jeder Menge Aktion. Guten Tag, Frau Chen. Ich werde heute für Lilly den Babysitter spielen. Ich bin die beste Babysitterin in Ponty Pandy. Ausgezeichnet, Mandy. Na los, Helen, es ist noch jede Menge vorzubereiten. Na, hast du Lust, ein bisschen zu spielen? Oh. Hallo, Penny. Unterwegs zur Frauenrunde? Ja, Mike. Na, eure Runde ist nicht die einzige, bei der es heute noch lustig wird. Denn da drin in der Feuerwache wird heute noch die beste, oh nein, die verrückteste Männerrunde aller Zeiten stattfinden. Das heißt, wir haben nichts anderes als eine Zwiebel. Oh, wir kochen sie mit viel Wasser und irgendwann haben wir dann Zwiebelsuppe. Oder wir frittieren sie richtig doll, dann kriegen wir knusprige Ringe aus Zwiebeln. Oh, das hatte ich mir anders vorgestellt unter verrücktester Männerrunde aller Zeiten. Nun lächel doch mal, Lilly. Komm schon.
Na, endlich. Bitte entschuldigt. Zum Glück ist sie nicht meine Lehrerin. Und Mandy, wie läuft es mit Lilly? Oh, fantastisch. Wir haben hier ganz riesig viel Spaß. Zeigen wir deiner Mama mal, was für eine gute Babysitterin ich bin. Malen! Malen! Klar, da brauchen wir nur ein bisschen Papier. Los geht's. Was wollen wir denn malen? Was hältst du davon, wenn wir... Lilly! Lilly, das geht nicht. Das ist ja ungeheuerlich. Ich kann nicht glauben, was du da anstellst. Mandy? Aber ich ja... Du sitzt nur da und Lilly malt deiner Mutter das Wohnzimmer voll. Oh. Oh, Mandy. Wie soll ich denn die ganze Farbe wieder wegbekommen? Nicht jetzt, Helen. Make-up, die Frisur und der Film gehen vor. Der Lockenstab kann da so lange liegen bleiben, bis er aufgewärmt ist. Oder die Zwiebel kommt in heißes Wasser. Das gibt einen schönen Tee. Und prima ist auch... Oh, bitte hör auf! Gibt es nichts anderes, was man in so einer Männerrunde anstellen kann? Oh, ja, du hast recht, Mike. Ich zeige es euch alle mir nach. Die Feuerwache von Pontypendi hat da was zu bieten. Hier, der große Schrank der Spiele. Seht euch das an. Aber da steht nur eine Kiste. Ja, das ist doch eine Riesensammlung von Gesellschaftsspielen. Von was? Jede Menge Spiele in einer Kiste, Elvis. Hier, das Leiterspiel ist lustig. Schade. Keine Würfel. Oh, wartet. Vielleicht spielen wir ja Karten, was? Das werden wir nicht. Das ist leider nur die Schachtel. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich. Dieses Spiel ist ideal für einen Männerabend geeignet. Das gute alte Flohspiel. Frau Chen muss unbedingt sehen, was für eine tolle Babysitterin ich sein kann. Und das Rouge musst du immer so auflegen, wie ich es dir zeige. Na, wie sehe ich aus? Sie ist viel zu abgelenkt und sieht das nicht. Oh. Nein! Das ist ja ungeheuerlich. Ich kann nicht glauben, was du hier gerade anstellst. Mandy? Wie? Einfach so Lillys Klötzchenturm umzustoßen. Aber ich versuche doch wirklich alles gut zu machen. Ja, nochmal getroffen. Noch 3 Punkte für Mike und mich. Jetzt hör gut zu, Quiddlington. Ich will hier gewinnen. Also wirst du deinen Floh hüpfen lassen, wie du ihn noch niemals zuvor hast hüpfen lassen. Ja, Sir. Das wird gleich mein bester Flohhüpfer aller Zeiten. Und 0 Punkte für euch. Na kommt, Spielfilm gucken. Spielen. Aber du willst ja nicht ordentlich spielen. Ich bin wahrscheinlich doch nicht die beste Babysitterin von Pontypendi. Spielen! Meinetwegen schon gut. Du versteckst dich und ich werde dich suchen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme, versteckt oder nicht. Lilly, wo hast du Moms Schlüssel gelassen? Also jetzt nicht du auch noch. Wie jemand diesen Film traurig finden kann, verstehe ich nicht. Nein, das kommt nicht von dem Film. Hier qualmt es. Feuer! Okay, hört jetzt bitte zu. Der hintere Ausgang ist schon blockiert. Wir gehen daher ganz ruhig zur Vordertür raus. Die geht nicht auf und der Schlüssel steckt nicht. Die Fenster gehen auch nicht auf. Wir können hier nicht raus. Jetzt nur keine Panik. Ich möchte, dass ihr euch flach auf den Boden legt, die Nase nach unten. So atmet ihr weniger Rauch ein. Ich verständige Feuerwehrmann Sam. Oh ja, der wird schön hüpfen. Ruhig atmen und anvisieren. Es gibt einen Notfall. Bei den Flats hütet ein Feuer und die Frauen sind drinnen eingeschlossen. Bei den Platz wütet ein Feuer und die Frauen sind drinnen eingeschlossen. Na los, Elvis. Heißt das, wir haben jetzt gewonnen?
Moment mal, das ist ja mein Haus. Schon wieder! Bleib da, wir machen das, Mike. Die Schlüssel sind verschwunden. Die Schlüssel sind nicht mehr da. Mike, hast du deine Schlüssel dabei? Oh, Penny, bereite alle aufs Rausgehen vor. Fertig, Elvis? Bring die Kinder zuerst raus. Und bleibt bitte alle schön unten. Und dann nehmt ihr Sams Hand. Er wird euch sicher durch den Qualm führen. Lilly, du zuerst. Mandy danach. Komm, nimm meine Hand, Lilly. Ich helfe dir. Komm schon, Lilly. Nun hab keine Angst. Das waren jetzt alle. Helen, ich bin wirklich untröstlich. Das Feuer ist entstanden, weil ich unachtsam war. Ich verstehe nur einfach nicht, wieso wir drinnen eingeschlossen gewesen sind. Das ist ja ungeheuerlich. Ich kann nicht glauben, dass du die Schlüssel genommen hast. Lilly, Jen. Entschuldigung. Mandy, du hast Lilly hier gut rausgeholfen. Wenn du sie wieder babysitten willst, sehr gern. Nein, danke. Ich mach jetzt lieber meine kleine Pause vom Babysitten. Das sieht ja ziemlich schlimm aus. Kein Problem. Ich habe die Reinigung schon durchgeplant. Also stellt euch im Kreis auf. Ich verteile jetzt die Aufgaben. Charlie? Charlie! Was? Gwendolyn. Ich war gerade so, das Fischen lief nicht so recht. Da dachte ich, ich hole vielleicht ein bisschen Schlaf nach. Na, wenn du Langeweile hast, hier gibt es genug zu tun für dich. Als erstes reparierst du den Wasserhahn. Ach, tja, den kann man nur zu zweit reparieren. Das heißt, ich muss warten, bis mir Sam dabei helfen kann. Dass du das sagst, habe ich mir schon gedacht. Irgendwie habe ich gehört, dass hier ein Wasserhahn repariert werden muss. Sam, du bist ja hier. Wie wunderbar. Der neue Schlauch ist endlich eingetroffen und wir sollten ihn schnell an Jupiter anschließen. Oh, oh, das könnte ich tun, Sir. Meinst du wirklich, Crittlington? Oh ja, Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Entschuldigung, Sir. Möchten Sie noch eine Tasse Tee haben, Sir? Das wäre überaus nett, Crittlington. Rohrzange? Fang! Und fest. Echt großartig, Sam. So wie wir beide heute zusammenarbeiten, das ist wie damals, als wir klein waren. Ja, genau. So wie die Badreparatur damals. Mom war ziemlich überrascht, wie gut wir sowas hinkriegen. Ich höre immer noch, was sie zu uns sagte. Ihr zwei seid ein tolles Team. Ah, die Feuerwache. Hallo? Sam, du wirst hier dringend gebraucht. Ja, Hauptfeuerwehrmann Steele, ich bin gleich da. Es tut mir leid, Charlie, ich muss jetzt zur Feuerwache. Oh, na dann. Keine Sorge. Ich komme so schnell zurück, wie ich kann, und wir machen den Hahn fertig. Einverstanden? Na klar, Sam. Bis nachher dann. Tja, was mache ich jetzt alleine noch? Oh, natürlich. Charlie? Was? Wo? Gwendolyn! Ist endlich der Hahn repariert? Wo ist Sam? Sam ist in die Feuerwache gerufen worden. Ach, kein Problem. Das erledigen wir sofort, wenn er zurückkommt. Na, und wann kommt er zurück? Das weiß ich leider auch nicht. Weißt du, Sam und ich waren ein tolles Team, als wir klein waren. Aber heutzutage, tja, Sam ist einfach zu beschäftigt. Tja, wenn du jetzt nicht weißt, was du machen sollst, Charlie, dann wüsste ich einen ganzen Haufen Sachen, die zu erledigen sind. Dad! Kannst du uns bitte mit dem Boot rausfahren? Wir lernen alles über Meerestiere in der Schule bei Frau Chen. Und wir kriegen viele Extrapunkte für jedes Tier, das wir hier entdecken. Bitte.
Bitte, Charlie. Gern. Ich meine, natürlich. Kommt alle an Bord, Kinder. Und die Rettungswesten anziehen. Danke, Dad. Tut mir sehr leid, Schatz. Jetzt muss ich erst mal die Kinder rausfahren. Danke, Charlie. Ich werde die Liste abarbeiten, wenn ich wieder da bin. Danke, dass du gekommen bist, Sam. Wie du weißt, kann Penny heute nicht hier sein. Ja, Sir. Der neue Schlauch ist an Jupiter anzuschließen. Aber ich hege den leisen Verdacht, dass Crittenden vielleicht etwas Hilfe braucht. Könnte stimmen, Sir. Ich stelle jetzt den Motor aus, damit wir keines der Meerestiere durch den Lärm verscheuchen. So, Kinder. Dann sichtet mal schön für die Extrapunkte. Oh, da hinten fliegt ein Kormoran. Ja. Was? Ist das nicht eine Möwe? Unsinn, die Flügel sind ganz anders. Du hast völlig recht. Das bringt dir glatt 10 Punkte. Und was könnte das sein? So toll, wie das unter Wasser glitzert? So ein komisches Glitzern und Schimmern habe ich noch nie gesehen. Glitzern und Schimmern? Wo denn? Na, da vorne. Fantastisch. Ihr habt einen Fischschwarm entdeckt. Und was für einen? Den allergrößten Schwarm aller Zeiten. Oh. Passt auf, Kinder! Wir werden jetzt fischen fahren. Ja! Siehst du, Elvis? Du nimmst dieses Anschlussstück und rollst es dann um den Schlauch herum. Oh, um das Teil da in der Mitte rollen. Genau. So kannst du den Schlauch mit einer Hand packen und dann durch Ranziehen aufrollen. So liegt der Anschluss frei für die Kupplung dort. Für die Kupplung, ja natürlich. Das System ist echt wahnsinnig sinnvoll. Es sind jetzt kaum noch 3 Meter übrig. Kannst du den Rest allein aufrollen? Und ob, kein Problem. Fein. Sir, wenn Sie damit einverstanden sind, gehe ich zurück zu Charlie. Ich habe versprochen, ihm im Haus zu helfen. Oh, ja, aber sicher, Sam. Sam, was sagtest du? Wie soll ich am besten das Schlauch aufrollen anfangen? Ich schätze, Charlie muss noch eine Weile warten. James, halt uns mit dem Bug in den Wind. Mandy und Sarah, helft mir mal mit der Leine. Sarah, du gehst an die Winde. Und was sollst du da? Ich habe keine Ahnung, aber es ist aufregend. Woohoo! Das wird ein großer Fang. Geht zurück, Kinder. Ich hole das Netz ein. Wow! Oh, ich habe noch nie so viele Fische gesehen. Vorsicht, Kinder. Komm schon. In dem Netz steckten noch nie so viele Fische. Und ich gebe nicht auf. Und fertig. Ja, sehr gut, Elvis. Ganz perfekt aufgerollt. Danke, du hast mir ja geholfen, Sam. Wir sollten als Feuerwehrleute die Ausrüstung im Griff haben. Tut mir furchtbar leid, dass dein Bruder auf dich warten musste. Mach doch nichts, Elvis. So wie ich ihn kenne, hat er sich mittlerweile irgendwo aufs Ohr gelegt. Nein! Wenn ich diesen Fang einholen könnte, dann würden mich alle hier bewundern. Es wäre der größte Fang in der Geschichte von Pontypandy. Nein. Keine Angst, Kinder. Ich lasse diesen Fang sausen. Oh, die Winde rührt sich nicht. Da ist Wasser im Motor. Wie kommen wir denn jetzt nur wieder an Land, Dad? Keine Aufregung. Wir kommen schon wieder zurück. Nur wird es jetzt Zeit, Feuerwehrmann Sam anzurufen. Charlie Jones' Boot ist in Seenot? Das war dein Bruder, Sam. Er ist draußen auf See und er ist in Schwierigkeiten. Komm, Elvis, wir müssen los. Ich hoffe nur, Sam wird bald kommen. Da ist er! Da! Ja! Sam! Bin ich froh, dich zu sehen! Was ist passiert? Das Netz war randvoll mit Fischen, Sam. Da waren noch nie so viele drin. Oh, aber die Winde knickte ein. Ist auch egal, denn jetzt kommt es nur noch auf eins an. Wie bringen wir alle sicher zurück? Ja, da hast du recht. Dann kommt mal alle her. Mein kleiner
kleiner Goldschatz. Ich bin ja so, so froh, dass du in Sicherheit bist. Jetzt lass das mal, Mom. Das ist absolut peinlich. Ich bin froh, dass keinem was passiert ist. Es wäre nur schön gewesen, wenn ich doch die Fische gefangen hätte. Dann lass uns zusammen das Netz einholen, Charlie. Fische hast du sogar auch, Dad. Du bist der Größte. Wir sind die Größten. Mom hatte recht. Wir sind ein sehr gutes Team. Und der größte Fischer aller Zeiten bist du, Dad. Ja, du bist vielleicht ein hervorragender Fischer, Charlie. Nur ist der Hahn immer noch nicht repariert. Sowas? Den Hahn hatte ich ja komplett vergessen. Komm schon, ich helfe dir. Kann losgehen, Norman. Pass auf, wo du hintrittst. Schön langsam, Mandy. Gib mir deine Hand, Dillis. So, Norman, Mandy, immer daran denken. Benehmt euch wie ordentliche Ponty-Pendy-Pfadfinder. Macht alles genauso, wie Charlie es euch sagt. Hoffentlich fangt ihr ein paar Fische. Ja, dann kriegt ihr auch die Abzeichen fürs Angeln, genau wie wir. Da macht euch mal keine Sorgen. Ich weiß, dass mein Norman einen Riesenfang machen wird. Nicht wahr, mein kleiner Goldschatz? Fein. Dann können wir los. Ja. Dann mal die Leinen los. Wir sehen uns nachher wieder, ihr drei. Hoffentlich beißen die Fische an. Hört zu, Leute. Wir müssen in höchster Alarmbereitschaft sein. Norman Price ist in See gestochen und wirklich alles Unmögliche kann passieren. Alle Rettungsgeräte müssen ohne Einschränkung in Ordnung sein. Für den Fall des Notfalleinsatzes Norman die Seeplage. Erste-Hilfe-Koffer und die Wasserpumpe sind okay, Sir. Ausgezeichnet, Sam. Penny? Schlauch und Rettungsschere funktionieren einwandfrei, Sir. Großartig! Und Critlington? Critlington? Was treibst du denn da schon wieder? Entschuldigung, Sir. Ich wollte nur dafür sorgen, dass das Boot auch mehr wie Charlies aussieht. Es soll doch auch realistisch wirken, nicht wahr? Oder? Ich kann's gar nicht erwarten, den ersten Fisch zu fangen. Keine Chance, Mandy. Den ersten Fisch fange ich natürlich. Nun hört doch auf, ihr zwei. Ich bin sicher, dass ihr beide einen Fisch fangen werdet. Mandy, du wirfst deine Angel hier aus. Los! Oh, Norman, komm schnell her. Da schwamm gerade eben ein Riesenbrummer. Ich glaube, er müsste jetzt hier sein. Oh, mein Schnuckelputz. Mami wird ja so ungeheuer stolz auf dich sein, wenn du den ersten Fisch fängst. Wo? Hier, Mom? Nein, hier. Oh, dieses Netz liegt ja im Weg. Schnell weg. Ganz richtig, Norman. Der Fisch war gerade eben hier. Oh, was war denn das, Charlie? Hallo? Was ist denn hier los? Es klemmt. Also irgendwas muss unter dem Boot in das Ruder gekommen sein. Wie? Oh, das ist ja mein Fischernetz. Wie kommt denn das ans Ruder? So kann ich das Boot überhaupt nicht mehr steuern. Ich muss die Feuerwehr rufen. Nur die kann jetzt noch helfen. Schön pumpen, Critlington. Ja. Wir müssen sicher gehen, dass sie gut funktioniert. Sir. Man weiß nie wann. Du meiner Treu! Was immer Norman Price getan hat, es zeigt schon Folgen. Das ist von Charlie. Ein Fischernetz hat sich verfangen in dem Ruder seines Bootes. Er kann nicht steuern und dadurch treiben sie auf das offene Meer hinaus. Wie konnte denn ein Fischernetz in das Ruder geraten? Es würde mich nicht wundern, wenn Norman Price etwas damit zu tun hätte. Penny, Sie müssen unter das Boot tauchen und dieses Netz entwirren. Elvis, du gehst auch. Ja, Sir. Hier!
Hallo, Penny. Hallo, Elvis. Ein Glück, dass das so schnell ging. Das Ruder bewegt sich kein bisschen. Ich war's aber nicht. Keine Sorge, Charlie. Das ist gleich wieder in Ordnung. Wichtig ist nur, dass der Motor aus ist. Ja, geht klar, Penny. Charlie, ich hab einen! Ich bin schon so gespannt, wie er aussieht. Bestimmt ist er ganz flutschig und flapperflatschig. Hey, wirklich toll, Mandy. Na, damit hast du dir dein Ponty-Pandy-Angelabzeichen auch verdient. Oh, Mom, ich wollte doch der Erste sein, der einen Fisch fängt. Nur keine Sorge, Norman. Mamis kleiner Goldschatz wird schon bald einen großen Fisch fangen. Oh, Mom, da ist einer. Ich hab einen. Da scheint ein ganz schöner Brummer zu sein. Oh, Norman, der ist anscheinend wirklich riesengroß. Beweg dich mit dem Fisch mit, Norman. Nicht die Sehne durchschnappen lassen. Keine Angst, Schnuckelputz. Mami ist unterwegs. Danke, Mom. Hol ihn an Bord, Norman. Das dumme Seil hier ist im Weg. Der Fisch muss echt riesig sein. Willis, ich glaube, Elvis und Norman brauchen ein bisschen Hilfe. Kannst du bitte mal das Steuer halten? Aber sicher, Charlie. Alles, was hilft, dass mein Norman den großen Fisch fängt. Du musst das Steuerrad nur ruhig halten. Das wird mit Abstand der größte Fisch, der je in Ponty Pandy gefangen wurde. Und mein kleiner Goldschatz wird ganz berühmt. Mom, mein Fisch. Da fließt ja Wasser in das Boot rein. Ja, da ist ein Loch. Wahrscheinlich sind wir auf einen Fels aufgelaufen. Du hast recht, Penny. Am besten, wir steigen alle um in Neptun. Ganz schnell. Wo ist Neptun? Da vorne. Elvis, du nimmst den Eimer da und dann schöpfst du das Wasser hier raus. Ich rufe mit dem Funkgerät Hilfe herbei. Alles klar. Oh nein. Hast du eine Signalrakete? Tja, Sir, so schlimm ist der Tag dann ja doch nicht geworden. Nein, Sam, wir hatten sogar noch Zeit für eine schöne Tasse Tee. Oh, da haben wir wohl den Tag vor dem Abend gelobt. Oh, mehr Probleme auf Charlies Boot und Neptun ist abgedriftet. Also, ich muss schon sagen. Sam, fahr mit Merkur und der Pumpe an den Hafen. Ich verständige Tom Thomas, er soll dich mit dem Hubschrauber dort treffen. Ja, Sir. Ach, ich wusste doch, dass Norman Price auf See nur Ärger bedeutet. Werden wir alle untergehen, Mom? Nein, Norman. Feuerwehrmann Sam wird uns alle retten. Ich war's aber nicht. Penny, Elvis, ihr pumpt jetzt schon mal das Wasser aus dem Boot. Ich hole schnell Neptun. Hallo, Sam. Was für ein Glück, dass du uns hier gefunden hast. Und zum Glück seid ihr alle unverletzt. Alle an Bord. Komm schon, Mandy. Du zuerst. Du danach, Norman. Und dann du, Dillis. Penny, jetzt du. Elvis, kannst du weiterpumpen, bis wir den Hafen erreichen? Aye, aye, Captain. Hauptfeuerwehrmann Steele, wir haben alle in Sicherheit und bringen sie zurück. Norman Price, ich hatte ja den leisen Verdacht, du würdest heute da draußen noch Ärger verursachen. Ich war das doch aber gar nicht. Nein, ich war das. Es tut mir leid. Wie, Dillis? Sie? Sie meinen nicht Norman? Ich wollte nur meinem Norman helfen, einen Fisch zu fangen. Es war gar nicht Norman, der... Oh, entschuldige, Norman.
Und das Schlimmste ist, ich habe noch nicht mal einen Fisch gefangen. So kriege ich doch nie mein Angelabzeichen. Keine Sorge, Norman. Sobald mein Boot wieder heil ist, fahren wir zwei raus. Ja. Und bei dieser Fahrt lassen wir deine Mom schön zu Haus. Morgen, Gareth. Heute scheint ja auf dem Berg einiges los zu sein. Ja, das kann man wohl sagen, Sam. Aber für mich gibt's nichts Schöneres, als zu sehen, wie die kleinen Knirpse sich an unserer neuen Dampfeisenbahn erfreuen. Jetzt komm schon endlich, Mandy. Oh, was liest du denn da überhaupt für ein Buch? Der Weg zum Berggipfel von Moose Roberts, Pontypandys erstem und einzigem Bergsteiger. Alle einsteigen, Kinder. Ja, Frau Jen. Jetzt aber schnell, Mandy. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Den haben wir bestimmt. Sam. Das Buch von Moose ist ganz großartig, Norman. Ich wäre auch sehr gern eine Bergsteigerin. Bist du nicht noch ein wenig zu jung, um eine Bergsteigerin zu sein, Mandy? Ach, so ein Blödsinn. Ich wette, Moose lässt mich heute ganz sicher den Pontypandy-Berg besteigen. Und zwar ganz rauf bis zum Gipfel. Ich wette das Gegenteil. Und dann die Stelle, wo er mitten in einem Schneesturm eine Schlucht überspringt und das nur mit einer kurzen Hose bekleidet. Großartig. Ich bin gerade bei der Stelle, wo er die gefrorene Felswand mit einem Buttermesser bezwingt. Hoho, was für ein mutiger Knabe. Moose Roberts ist bestimmt sehr mutig, aber der mutigste Mann in Pontypandy ist immer noch Feuerwehrmann Sam. Was? Ja, ja, Quiddlington, wenn du das sagst. Hallo, Kinder. Seid ihr bereit, mehr übers Bergsteigen zu erfahren? Ja! Ja! Ich kann kaum erwarten, Moose. Das ist gut. Dann geht's auch sofort los. Das ist eine Kletterwand. Und daran werdet ihr lernen, wie man sich an einer Felswand entlang bewegt. Und zwar, indem man sich an winzigen Vorsprüngen festhält oder seine Füße draufstellt. Und du dachtest, du dürftest heute auf den Pontypandy-Berg steigen. Das Geheimnis besteht darin, den Körper immer dicht gegen die Wand zu pressen. Also gut, wer von euch will als Erster klettern? Ich! Okay, Mandy, dann mal los. Und denk dran. Ich weiß, Moose. Mein Körper immer dicht gegen die Wand pressen. Ach, so! Angeberin. Darf ich jetzt auch den Pontypandy-Berg besteigen, Moose? Nein, noch nicht, Mandy. Bevor du einen richtig echten Berg besteigst, musst du noch mehr an der Kletterwand üben. Also, wer will als Nächster? Ich! Ich schätze, das wird heute wohl nichts mehr mit deiner Pontypandy-Bergbesteigung, was, Mandy? Oh, wart's nur ab, Norman Price. Das wirst du schon noch sehen. Das sollte ausreichen. Fahr mich runter, Elvis! Moose Roberts könnte diesen Turm sicher auch ohne Plattform besteigen. Meinst du wirklich? Vielleicht, mag ja sein, aber er könnte niemals ein richtiges Feuer löschen, so wie Feuerwehrmann Sam. Sicher nicht, Elvis. Aber dafür hat Sam auch kein Buch über seine tollen Abenteuer geschrieben. Oh, Penny, da bringst du mich auf eine Idee. Ich werde einfach ein Buch schreiben, und zwar über Feuerwehrmann Sams aufregendste Rettungsaktionen. Ja! Ich glaube, langsam habe ich den Bogen raus. Eigentlich habe ich auf dieses Bergsteigen gar keine Lust mehr. Oh, ich schon. Ich find's echt toll. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt wirklich bewiesen, was ihr alles so an der Kletterwand könnt. Doch so langsam wird es jetzt Zeit, dass ich selbst ein wenig trainieren gehe. Okay, dann hat jetzt jeder Zeit für sich selbst. Entweder ihr schaut euch das Ausstellungsgelände an oder ihr macht euch über eure Brote her. Ist gut, Frau Chen. Wo wirst du denn jetzt eigentlich genau trainieren gehen, Moose? An der Nordwand des Pontypandy-Berges. Da klettere ich fast an jedem Tag, weißt du? Wow! Und du kommst bitte recht bald wieder hier hoch, einverstanden? Du bist eine geborene Bergsteigerin. Klar, auf jeden Fall. Dankeschön, Moose. Oh, ich würde auch so gerne den Pontypandy-Berg besteigen. Er sagte, ich wäre zum Bergsteigen geboren. Wenn ich ihn einhole, vielleicht lässt er mich dann ja mitklettern.
Also, Sam, ich recherchiere hier gerade für mein Buch. Der Titel ist Mutig durch und durch. Und das Buch handelt nur von dir. Ein Buch über mich? Aber wer soll das denn nur lesen, Elvis? Außerdem wäre es sehr kurz. Oh, da irrst du dich, Sam. Ich werde darin nämlich über deine mutigsten Rettungsaktionen schreiben. Das wird sicher ein total aufregendes Buch. Als erstes könnte ich darüber schreiben, wie Normans Fuß in einem Eimer feststeckte. Ja, aber ich riet ihm dann doch nur, seinen Schuh auszuziehen. So aufregend war das gar nicht. Oh, also, ich fand das sehr aufregend. Oh, aber nur keine Sorge, Sam. Ich wette, mir fallen noch jede Menge andere mutige Taten von dir ein. Oh nein! Ich hab ihn verloren! Moose! Wo steckst du? Jetzt gibt's wohl nur noch einen Weg und der führt nach oben. Jetzt hab ich's, Sam, jetzt hab ich's. Weißt du noch, wie du Wolli das Schaf damals aus dem Trainingsturm gerettet hast? Das war nur eine Übung. Da ist nichts besonders Mutiges dran. Ja, Feuerwehrfrau Morris. Ich habe gerade gelesen, wie Moose einen vereisten Berg mit 3 Zahnstochern bezwungen hat. Oh. Und zwar ohne jede weitere Hilfe. Ich weiß, was für ein überaus mutiger Knabe. Wenn mir doch wenigstens ein paar von Sams mutigen Rettungsaktionen einfallen würden. Ach, herrje. Das war wirklich eine ganz dumme Idee von mir. Was soll ich denn jetzt nur tun? Oh, oh, ah! Ach, gerade noch rechtzeitig, was? Ich danke dir, Moose. Das hätte ganz böse ausgehen können. In Sicherheit sind wir leider immer noch nicht. Was? Ich allein käme hier leicht runter. Aber zu zweit wird das schon wesentlich schwieriger werden. Oh nein! So, wir müssen langsam los. Jetzt fehlt nur noch Mandy. Mandy? Mandy Flood! Sie sagte uns, sie wollte den Ponty-Pandy-Berg besteigen, Frau Chen. Vielleicht hat sie es wirklich getan. Oh je, ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Ich fahre nach Ponty-Pandy und hol ihn ab. Mandy Flood ist verschollen auf dem Ponty-Pandy-Berg. Mandy Flood ist verschollen auf dem Ponty-Pandy-Berg. Wir haben da ein verschollenes Kind auf dem Ponty-Pandy-Berg, Tom. Verstanden. Ich kann sie nirgendwo sehen, Sam. Hilfe! Sam! Nur keine Sorge. Wir holen euch da ganz schnell runter. Ich habe sie an der Nordwand gefunden, Tom. Ich bin schon unterwegs. Lass den Doppelgurt runter, Tom. Wir sehen uns gleich unten, Sam. So, das wär's, Mandy. Jetzt bist du in Sicherheit. Vergiss nicht, wenn du das nächste Mal bergsteigen willst, dann geh nicht allein. Die Berge können nämlich sehr gefährlich sein, weißt du? Es tut mir leid, Sam. Ich wollte heute einfach nur unbedingt den Ponty-Pandy-Berg besteigen. Ich glaube, dazu brauchst du noch ein klein wenig mehr Übung. Ja, ich weiß, Sam. Aber mach dir nur keine Sorgen, Mandy. Eines Tages wirst du es schaffen. Und du kannst jederzeit ein paar Trainingsstunden bei mir nehmen. Gar kein Problem. Dankeschön, Moose. Ich bin nur froh, dass es allen gut geht. Ich wette, Moose hat mal wieder eine total mutige Rettungsaktion hingelegt. Nein, Elvis, ich allein konnte Mandy nicht retten. Ich war nur der Gehilfe von Sam. Feuerwehrmann Sam ist eigentlich der wahre Held hier. Also ich, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Großartig! Da habe ich ja endlich die erste Rettungsaktion für mein Buch hier. Kapitel 1, die wagemutige Bergrettung. Na, dann erzählt mir mal in allen Einzelheiten, was passiert ist. Und da
Das heißt, die Feuerwehr hat stets und ständig bereit zu stehen, wenn die Bevölkerung sie in einer Notlage braucht. Wir tanzen in der Feuerwache, yeah, yeah. Wir tanzen Quintlington. In der Feuerwache, yeah, yeah. Quintlington. Wir tanzen in der... Entschuldigung, Sir. Ich habe mein Lied für das heutige Wohltätigkeitskonzert geübt. Aber du übst seit einer Woche ein und dasselbe Lied. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Vielleicht solltest du lieber an einem anderen Ort üben, Elvis. Okay. Hauptfeuerwehrmann Steele, werden Sie denn auch bei dem Konzert heute singen? Ich singen? Nein, ganz sicher nicht. Also, wo war ich? Sie sagten, die Feuerwehr hat stets vorbereitet zu sein, wenn die Bevölkerung sie in einer Notlage braucht. Ah, ja. Ich wollte gerade hinzufügen, dass tanzen in der Feuerwache, ja, ja. Oh nein, jetzt singe ich ja auch schon dieses fürchterliche Lied. Ein wenig höher. Noch ein wenig höher. Höher kann ich aber nicht. Noch ein wenig höher. Dad, könntest du dieses Plakat festnageln, bitte? Aber klar doch. Wow. Das Konzert wird bestimmt großartig. Ich kann es kaum erwarten. Mom sagte, Elvis plant eine riesengroße Überraschung. Das Plakat hängt so hoch. Tanzen, singen, Musik soll heute klingen. Wir tanzen in der Feuerwache, du, du, du. Oh, wie soll ich bloß meinen Tee trinken und mir zur selben Zeit noch meine Ohren zuhalten? Ich habe dieses fürchterliche Lied jetzt schon so oft gehört, dass ich es im Schlaf mitsingen kann. Wieso gehen wir nicht runter an den Kai und überprüfen die Bühne auf ihre Sicherheit, Sir? Ah, eine ausgezeichnete Idee, Sam. Und eine hervorragende Gelegenheit, diesem Krach zu entgehen. Tanzen in der Feuerwache, yeah, 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 yeah. Da bin ich, Elvis, jetzt können wir nach Newtown fahren, um die große Überraschung abzuholen. Oh ja, prima, Mike. Ich kann es kaum erwarten. Eine Überraschung? Was denn für eine? Da wirst du dich noch ein bisschen gedulden müssen, Trevor. Wir sehen uns heute Abend beim großen Konzert. Oh, da ist mir Marjories Klang aber um Längen lieber, muss ich sagen. Oh, ich bin total aufgeregt wegen meiner neuen Riesengitarre. Wenn ich damit heute auf der Bühne stehe, sehe ich aus wie ein echter Rockstar. Das wird der beste Auftritt, den ich je hingelegt habe, Mike. Ganz bestimmt, Elvis. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Oh, oh. Das klingt jetzt aber gar nicht gut. Die Lichtanlage ist in Ordnung, Sir. Wie sieht's mit dem Generator aus? Musik soll heute klingen. Wir tanzen in Sir? Oh, Sam, aber wieso schleichst du dich denn so von hinten an? Sie haben schon wieder das Lied von Elvis gesungen. Ja, wirklich? Du meiner Toy, ich krieg dieses fürchterliche Lied einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss allerdings sagen, Sir, Sie haben eine sehr schöne Gesangsstimme. Vielleicht sollten Sie auch etwas zum Besten geben. Was? Ich? Nein, das ist keine gute Idee, Sam. Die Leute würden mich ganz sicher auslachen, wenn sie mein schreckliches Gejaule hören. Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja, tanzen. Oh, der Kühlerschlauch scheint mir hinüber zu sein. Jetzt sitzen wir hier erstmal fest. Aber was ist dann mit dem Konzert und mit meiner brandneuen Gitarre? Wir können sie ertragen. Boah, das ist eine geniale Idee, Mike. Wenn wir die Abkürzung über dieses Feld nehmen, sind wir blitzschnell am Kai. Nein, der Kai ist da lang. Oh nein, zum Kai geht es da entlang. Glaub mir, Mike, das erkenne ich an der Wolke da. Wenn ich es dir doch sage, Penny. Hauptfeuerwehrmann Steele hat eine wirklich sehr angenehme Gesangsstimme. Und denkst du, er wird heute Abend auch singen? Weißt du was, Penny? Ich glaube, er hat ein wenig Angst, vor so vielen Leuten zu singen. Ja, wirklich? So oder so. Zieh du nur los und genieß das Konzert. Ich halte hier die Stellung. Das wird bestimmt ein ganz ruhiger Abend. Oh, ich glaube, wir haben uns verlaufen, Elvis. Nein, so ein Unsinn. Der Kai ist da lang. Nein, da lang geht es doch zu den Cliffs. Nein, die Cliffs sind doch bei den Bäumen. Da liegst du leider völlig falsch, Elvis. Von wegen falsch. Nein, ich habe noch nie richtiger gelegen. Ich weiß ganz genau, wo wir... Siehst du? Ich sagte doch, wir gehen direkt auf die Cliffs zu, Elvis. Tut mir leid, Mike. Du gehst da tief runter. Ach, das Konzert hätte schon vor Ewigkeiten anfangen sollen. Entschuldigen Sie, Hauptfeuerwehrmann Steele, haben Sie Elvis irgendwo gesehen? Er scheint verschwunden zu sein. Quidlington ist verschwunden? Ja, und wenn er nicht sehr bald hier ist, müssen wir das Konzert absagen. Dann haben wir keinen Sänger. Ach du je. Sie! Das mache ich ja, Mike!
Jetzt rufe ich aber doch Feuerwehrmann Sam. Mike Flood hängt von einem Cliff und hält sich nur noch an einer Gitarre fest? Und ich dachte, das wird ein ruhiger Abend. Tom, hier ist Sam. Ich brauche Verstärkung. Halt dich fest, Mike. Sam wird sicher gleich kommen. Lang kann ich mich nicht mehr halten, Elvis. Sam! Ich lasse jetzt den Gurt runter, Sam. Nein! Oh je, oh je! Tut mir leid, Kinder, aber es ist schon sehr spät und ich fürchte, wir müssen heim. Ach bitte, Mom, können wir nicht noch ein bisschen länger warten? Tja, das wird wohl nichts mehr werden. Ich fürchte, wir müssen das Ganze abblasen. Hochverehrtes Publikum, es tut mir sehr leid, aber Elvis kann heute nicht auftreten, also müssen wir wohl... Müssen wir unser Programm leider ein wenig abändern. Ich singe heute für euch. Sie? Ja, ich. Denn schließlich hat die Feuerwehr stets vorbereitet zu sein, wenn die Bevölkerung sie in einer Notlage braucht. Sind Sie bereit? Natürlich. Marjorie und ich sind immer bereit. Pfeift und tanzt und klatscht und singt. Mein Feuerwehrhelm, der wird auch beschwingt. Seht nur alle her, was ich hier mache. Heute wird getanzt auf der Feuerwache. Tja, Mike, das ging gerade noch mal gut. Aber in Zukunft solltet ihr zwei wirklich etwas vorsichtiger sein. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist, Mike. Nur schade, dass ich jetzt das Konzert verpasse. Und selbst wenn ich es noch schaffen würde, mein großer Auftritt ist ruiniert. Tom? Ja, Sam? Hast du vielleicht Lust auf einen kleinen Konzertbesuch? Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja. Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja. Tanzen, singen, Musik soll heute klingen. Wir tanzen in der Feuerwache. Ja! Wenn jetzt doch nur Quiddlington hier wäre, um das zu sehen. Da oben, da ist Elvis. Oh. Oh, wie ein Superheld. Das ist das allerbeste Konzert aller Zeiten. Da hast du wirklich recht, Sing Elvis. Ja. Ja, hängst du mal von einem Cliff und Hilfe, die ist fern. Ruf an die Feuerwache, denn Sam hilft gern. 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 Er kommt dich zu retten, bist du mal in Gefahr. Hängst du an der Gitarre, ist er schnell da. Sam, 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 Sam hilft gern. Durften, Mom. So ein tolles Konzert habe ich noch nie erlebt. Tja, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Wohltätigkeitskonzert. Übrigens, Quiddlington, ich hätte da schon ein paar musikalische Ideen, die ich sehr gern besprechen würde. Oh, sehr gerne, Sir. Hallo, Kinder. Hallo, Sam. Guten Morgen, Sam. Ach, Gwendolyn, würdest du dieses Plakat in dein Schaufenster hängen? Es geht um einen kleinen Wettbewerb der Feuerwache für die beste Weihnachtsbeleuchtung in ganz Pontypendi. Mom, dürfen wir das Café hübsch dekorieren und bei dem Wettbewerb mitmachen? Oh ja, dürfen wir? Sag doch bitte ja. Bitte, Mom. Einverstanden. Ich rufe Mike an, damit er euch beim Aufhängen der Lichter helfen kann. Ja! Ja! Na, da haben wir wohl unseren ersten Teilnehmer. Dann bin ich der zweite Teilnehmer. Und ich weiß auch schon ganz genau, wie ich gewinne. Mom! Und dann müssen wir den Schnee von der Auffahrt räumen. Man weiß nie, wann wir zu einem Notfall gerufen werden.
Der Schneedienst Quidlington. Hast du eben zugehört? Nein, Sir, ich habe nachgedacht. Oh, über unseren Weihnachtsbeleuchtungswettbewerb. Ich möchte Schnuffi gern trainieren. Er soll nämlich dem Sieger die Trophäe überreichen. So, mein kleiner Goldschatz, nur keine Sorge. Wir gewinnen diesen Wettbewerb hiermit. Die Speziallichterketten à la Price. An die erinnere ich mich noch. Da war ich erst 2 und schon da funktionierten die nie. Ich besuche jetzt Mike Flatt. Wenn wir das Café schlagen wollen, brauchen wir jede Menge neue Lichter. Heute häng ich überall, la 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 la, Lichter auf. Interessieren dich unsere Lichterketten, Norman? Ha, was ist an denen schon interessant? Das werden wir gleich sehen. Mike, stellst du die Lichter an? Geht gleich los. Oh. Wow. Mike, Mom wollte fragen, ob du auch in unserem Laden Lichterketten aufhängen kannst. Oh, das tut mir leid, Norman. Ich wollte für heute Feierabend machen. Oh, aber sie hat doch nur schmutzig kaputte Lichter aus wirklich uralten Zeiten. Und Mom wollte eigentlich gewinnen. Oh, schon gut, Norman. Ich komme gleich vorbei. Danke, Mike. Oh, und bring die größten und besten Lichter mit. Nanu, hinterher. Pass auf, Schnuffi. Du wirst diese Trophäe an den Wettbewerbssieger überreichen. Und das üben wir jetzt, ja? Na los, komm schon, überreich den Siegerpokal. Warte, Schnuffi, halt! Lauf nicht weg! Elvis, halt an! Ich kann nicht! Das ist alles so glatt und rutschig hier! Entschuldige, Sam. Entschuldige, Penny. Jetzt sind die Lichterketten hier vorne dran und... Oh, Mike, stellst du mal die Lichter an? Geht gleich los! Oh, Norman! Oh, wie wunderhübsch! Na bitte, seht ihr? Unser Laden wird den Weihnachtswettbewerb mit Links gewinnen. Ach ja, wir werden jetzt noch so viel mehr Lichter bei uns anbringen. Dann sind wir viel besser als ihr. Mike, wir brauchen noch mehr Lichter. Aber Norman, wo sollen denn hier noch mehr von den Lichterketten hinpassen? Was? Oh nein. Also hör zu, Schnuffi. Wenn du den Satz hörst und der Gewinner lautet, überreichst du den Pokal an mich. Na, ich tue jetzt aber nur so, als ob ich das wäre, klar? Und der Gewinner lautet... Schnuffi? Gib mir die Trophäe. Gib mir die Trophäe. Danke, Schnuffi. Mike, bist du endlich fertig? Norman hat mir schon so viel geholfen. Er ist wirklich ein wahrer Goldschatz. Sie können sich nicht vorstellen, wie jetzt alles so läuft. Ach, Dillis, die Lichterketten hängen jetzt alle an einem Stecker. Nur fehlt dafür noch die richtige Sicherung. Sie ansehen, da reinst der Augenschmaus zum Fest der Liebe. Oh, Trevor, mein Laden sieht aus wie einer dieser Weihnachtskrippen in den großen Kaufhäusern. Keine da. Dann hänge ich da einfach ein Schild dran. Bitte nicht anschalten. Hallo? Mike? Gwendolyn hier. Ja? Das Café hat leider immer noch nicht genug Lichterketten. Okay. Noch 100 mehr! Nein, 1000! Und beeil dich, ja? Der Wettbewerb geht schon heute zu Ende. Und ich versuche, die Fische zu zählen. Ich komme ja schon. Der Meer, das mein kleiner Norman da gestaltet hat. Also noch mehr kann ich da unmöglich anbringen. Gwendolyn, die Lichterketten hängen jetzt alle an einem Stecker. Entschuldige, was sagtest du, Mike? Ich zähle gerade die Kabeljaufilets. 20? Ach was, vergiss es. Da wird schon eine passende Sicherung im Auto sein. Schalt jetzt nur nicht die Weihnachtsbeleuchtung ein, ja? Ihr solltet die Lichter bei uns sehen. Die sind super toll. Tja, du solltest die Lichter in unserem Café sehen. Die sind mega super toll. Na, das wird sich gleich zeigen. Ich werde jetzt nicht mehr warten und die Beleuchtung anschalten. Und
Ich sage Ihnen noch eines. Sie werden höchstwahrscheinlich Ihre Sonnenbrille aufsetzen müssen, Trevor. So hell kann das dann hier sein. Sieben, acht. Wir müssen Feuerwehrmann Sam rufen. Mama! Mike! Mike! Da. Ach du meine Güte! Ich ruf schnell Feuerwehrmann Sam an. Sir, ich hab's geschafft. Ich hab Schnuffi beigebracht, den Pokal zu überreichen. Da ist ein Feuer in Dillys Laden. Oh, oh. Und dann noch ein Feuer im Kabeljau-Café? Es wurden zwei Notfälle gemeldet. Ein Brand im Kabeljau-Café und noch ein Brand in Dillys Laden. Sam, du kümmerst dich mit Elvis um den Laden. Und ich fahre mit Penny zum Kabeljau-Café. Klar, Sir. Es ist ein elektrischer Brand, also muss ich als erstes den Strom ausschalten. Ich schalte zuerst den Strom ab, Sir. Jemand eine schöne heiße Weihnachtsschokolade? Oh, ja, bitte, ja, Gwendolyn. Gern. Mike und Sam. Danke. Tja, tut mir leid mit den Bränden, Sam. Ich sollte meine Arbeit besser absichern. Und wir haben viel zu viele von den Lichterketten gewollt. Es tut uns leid. Und ich hab's wohl auch viel zu sehr übertrieben mit den Lichtern, schätze ich. Tja, ich fürchte, der Wettbewerb findet nun nicht mehr statt. Oh. Das ist ja unfair. Aber kein Wettbewerb bedeutet auch keine Trophäe. Ach, da ist schon jemand, der einen Pokal verdient hat. Und der Gewinner lautet unser Elvis, weil er der beste Hundetrainer in ganz Pontypandy ist. Ja! Das ist wirklich nett. Tempo, Tempo! Ein bisschen Beeilung, Feuerwehrleute. Ordnung in der Feuerwache ist überaus wichtig. Nein, nein, nein! Ein bisschen mehr Einsatz, Gridlinken. Tritt mal beiseite. Obacht, Sir, die Feuerlöscher sind sehr schwer. Ach, Unsinn. Ein wenig Anstrengung hat noch nie geschadet. Ja. Hauptfeuerwehrmann Steel. Alles in Ordnung? Mein Rücken. Mein Rücken ist hin. Hilf ihm doch mal ins Büro, Penny. Ich verständige Schwester Flatt. Oh, wow. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, das würde ich gern mal ausprobieren. Ich bräuchte nur einen richtig großen Drachen, mehr nicht. Sitzen Sie auch wirklich bequem, Sir? Ich habe Ihnen eine schöne Tasse Tee gekocht, Sir. Jetzt reicht's aber. Ich sagte euch doch, es geht mir wirklich bestens. Wie geht's dem Patienten? Es geht mir ganz großartig, wirklich. Er hat sich den Rücken verrenkt, Schwester Flatt. Ha! Aber das ist doch lächerlich. Wir haben genug Zeit verschwendet. Gehen wir lieber wieder an die... Ich weiß, wo Sie jetzt hingehen. Und zwar nach Hause in Ihr Bett. Nur schön langsam, ganz vorsichtig. Aber wie wollt ihr denn ohne mich zurechtkommen? Keine Sorge, Sir. Ich fordere eine Vertretung von der Zentrale an. Und jetzt schön ins Bett legen und den Rücken schonen. Oh, halt. Sie brauchen ja noch den hier. Oh, einen Krückstock? Das kommt nicht in Frage. Ich verstehe das nicht. Fahren wir jetzt Skateboard oder lassen wir Drachen steigen? Beides. Was? Du wirst schon sehen.
Ich frage mich, wen die Zentrale wohl als Ersatz für Hauptfeuerwehrmann Steel schickt. Ich fänd's gut, wenn sie noch eine zweite Frau herschicken würden. Hauptsache ist, er mag auch Rock'n'Roll. Was ist dir wichtig, Sam? Solange es jemand ist, der seine Arbeit auch versteht, ist der Rest doch egal. Dann hat man wohl den richtigen Mann hergeschickt. Hauptfeuerwehrmann Boyce! Armer alter Steel. Als ich es hörte, habe ich keinen Moment gezögert. Also, keine Sorge. Jetzt werde ich hier die Leitung übernehmen. Okay, jetzt kann's losgehen. Hey, aufpassen! Entschuldigung, Moose. Hi, Moose. Warte auf mich, Norman. Das macht riesen Spaß. Oh, das musst du unbedingt auch mal ausprobieren, Sarah. Meinst du wirklich? Was ist denn los mit dir? Hast du Angst? Nein, ich hab keine Angst. Ich doch nicht. Dann beweis es doch. Und ab. Dann mach dich bereit zum Abflug. Siehst du, das macht Spaß, hab ich recht? Und abgetreten. Die Übung ist jetzt vorbei. Sie können die Plattform runterlassen, Critlinken. Jawohl, Hauptbrandmeister Boyce. Sir. Boyce? Steel? Was tun Sie denn hier? Sollten Sie nicht zu Hause im Bett liegen? Nicht, solange hier noch was zu tun ist. Wir kommen bestens zurecht, alter Knabe. Alt? Alt? Wen nennen Sie hier bitte schön alt? Wir wollen nur, dass Sie sich auskurieren, bis Sie wieder einsatzbereit sind, Sir. Ich bin bereit. Voll und ganz bereit. Und ich melde mich zurück zum Dienst. Wohl kaum, alter Knabe. Und jetzt entschuldigen Sie uns, wir haben hier viel zu tun. Ich befestige Jupiters Plattform und danach machen wir eine kleine Spritztour, Critlington. Großartig. Oh, wie funktioniert das gleich? Alles unter Kontrolle, alter Knabe. Sie können ruhig nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Oh, gut, das war's. Halt! Anhalten! Du fährst viel zu schnell! Aber ich weiß nicht, wie ich anhalten soll! Ich will hier runter! Das meinte ich nicht, als ich vorhin sagte, mach dich bereit zum Abflug, Sarah. Halt dich fest! Was glaubst du, was ich hier tue? Passen Sie nur gut auf, Critlington. Bei mir können Sie noch einiges lernen. Oh. Ich glaube, wir sitzen fest, Sir. Ja, das sehe ich selbst, Critlington. Nun stehen Sie da nicht so rum. Schieben Sie mal kräftig. Oh, gut. Hilfe! Hilf mir doch! Norman! Nur keine Sorge, Sarah. Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Oh, und achte gut auf meinen neuen Drachen, solange ich weg bin, ja? Sarah steckt in Schwierigkeiten, Sam. Oben auf dem alten Feldweg. Wo steckt denn bloß Hauptbrandmeister Boyce mit Jupiter? Sam, es gibt ein winziges Problem. Jupiter steckt unter der Brücke fest. Oh nein, was tun wir jetzt nur? Da können wir wohl nur eins tun, Penny. Eins, zwei, drei, ziehen! Oh, ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, Sir. Da haben Sie wohl recht. Und wenn wir Jupiter nicht rausziehen können, dann sehe ich nur eine andere Lösung. Wir trennen jetzt also die Plattform ab. Oh. Wo ist sie hingeflogen? Über das Feld, da vorne lang. Ich habe noch versucht, sie festzuhalten, Sam. Keine Sorge, Norman. Jetzt bin ich ja da. Ruhig bleiben, Sarah. Ich hole eine Leiter. Ich habe Hilferufe gehört. Was ist los? Hilfe, Sam! Hilfe! Vergessen wir die Leiter. Ich habe eine bessere Idee. Kann ich irgendwas tun? Halt das Sprungtuch mit fest, Moose. Und nicht loslassen, ja? Okay, Sarah.
Und jetzt lässt du dich so weit runter, dass du nur noch an den Armen hängst. Gut machst du das, wenn du springst. Dann versuch doch, mit dem Rücken zuerst aufzukommen. Du kannst jetzt loslassen. Wow, das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Nein, Sir, bitte. Aus dem Weg, Cridlington. Stopp! Was haben Sie denn da nur mit unserem Löschfahrzeug vor? Oh, Jupiter steckt fest und Hauptbrandmeister Beuys will deswegen jetzt die Plattform abtrennen. Was? Das ist doch völlig unnötig. Ich nehme mal an, Sie haben eine bessere Idee. Ja, allerdings. Wie wär's, wenn wir die Luft aus den Reifen lassen? Damit können wir die Höhe des Fahrzeugs reduzieren und es wegschieben. Damit könnte uns geholfen sein, Steel. Was ist denn hier los, Sir? Das ist nur meine Schuld, Sam. Ich habe den Riegel für die Plattform nicht richtig gesichert. War aber auch sehr fummelig. Und vielleicht sollte ich mir doch irgendwann mal eine Brille anschaffen. Aber Hauptfeuerwehrmann Steel war wirklich ein echter Held. Er hatte auf der Stelle eine total geniale Idee parat. Habe ich nicht recht, Sir? Na ja, ich bin nicht zu alt, um nicht doch noch ein paar Tricks im Ärmel zu haben. Und Ihr Rücken? Ist er wieder in Ordnung, Sir? Hä? Sieh einer an. Ich stehe wieder ganz aufrecht da. Und meinem Rücken geht es wieder prächtig, ja. Dann werden Sie also auch wieder zur Arbeit erscheinen. Oh, aber auf jeden Fall doch. Vorausgesetzt, das wäre auch im Sinne von Hauptbrandmeister Beuys. Oh, ja. Aber sicher doch. Die Feuerwache ist ja in sehr guten Händen unter der Leitung von Hauptfeuerwehrmann Steel. Auf Wiedersehen, alter Knabe. Alter Knabe. Riddington, jetzt steh da nicht so lachend rum. Schieb das Löschfahrzeug weg und pump danach sofort die Reifen wieder auf. Oh. Es ist wirklich schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Ich finde es auch schön, wieder da zu sein. Ja, ja, ja. Sam, hast du die goldene Rettungsschere des Feuerwehrmanns Ruhm und Ehre? Hier ist sie, Sir. Haha, ja, gewonnen. Oh, wie gern ich Feuerwehrmann-Quartett spiele. Ach, ja. Oh, oh. Was ist los, Cridlington? Sehen Sie, Sir, da ist ein geplatztes Rohr. Grundgütiger Geysir, wir müssen dieses Leck abdichten, bevor das Ganze völlig außer Kontrolle gerät. Sofort, Sir. Erledigt. Vorerst, Cridlington. Aber du kannst da ja nicht ewig stehen. Sam, ruf lieber Mike Flood an. Jawohl, Sir. Keine Sorge, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ich stopfe das Leck, bis Mike Flood hier eintrifft. Sehr standhaft von dir, Cridlington. Wir zählen alle auf dich, hörst du? Wow, das ist ja wirklich voll cool. Niemand kann so gut Snowboard fahren wie Billy Bob Blitzeis. Ich wette, ich schon. Ha, in deinen Träumen vielleicht, Derek. Überhaupt, ich könnte das sicher besser als du. Du? Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Norman Price. Ich wäre fantastisch, klar? Wir werden es nie erfahren, nicht wahr? Und zwar, weil wir gar kein Snowboard haben. Kann schon sein, Derek. Wir haben zwar kein richtiges Snowboard, aber wir haben das Bügelbrett von meiner Mutter. Was sollen wir denn damit anfangen? Das wirst du schon noch sehen, Derek. Hallo, Helen? Hallo? Hier ist Sam. Könnte ich wohl kurz mal Mike sprechen? Hier ist ein Wasserrohr geplatzt und wir bräuchten dringend seine Hilfe. Tut mir leid, Sam. Mike ist gerade unterwegs. Ich versuche ihn zu erreichen. Gut. Danke, Helen. Wiederhören. Hoffen wir, sie erreicht ihn auch schnell. Bis dahin hat Cridlington die Situation ja bestens unter Kontrolle. Ich war gerade am Kochen, bin hin und her geflitzt. Da tritt Wasser aus dem Rohr raus, dass das nur so spritzt. Oh, 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 dann war ich, oh, oh nein, noch ein Leck. So, also das hier ist genauso gut wie ein Snowboard. Pass mal auf. Sehr geschickt, Norman. Mit dem Gesicht in den Schnee fallen kann auch nicht jeder. Ha, als ob du das besser hinkriegen würdest. Und ob, pass mal gut auf. Ha, du fährst da ja einfach nur geradeaus, Derek. Das könnte ja sogar noch meine Mom. Ich baue dir jetzt eine Hindernisstrecke auf. Dann werden wir ja sehen, wie gut du bist. Oh.
Na schön, du Alleskönner, du. Dann versuch jetzt mal zwischen den 5 Hindernissen durchzufahren. Das schaffe ich ganz locker. Ich sagte doch, ich bin gut. Autsch. Wow, sieh dir das an. Der wird ja immer größer und größer und größer. Ich frage mich, wo der wohl hinrollt. Los, wir laufen ihm hinterher. Komm schnell. Hä? Oh, ja, hallo? Hi, Mike. Ich bin froh, dass ich dich gleich erreiche. Sam hat angerufen. Die haben ein undichtes Wasserrohr in der Feuerwache. Kein Problem. Ich fahr sofort mal rüber. Hä? Was ist das denn für ein merkwürdiges Geräusch? Was ist los, Mike? Ich weiß nicht so recht, aber es wird immer lauter. Hä? Hilfe! Hilfe! Mike? Hallo? Was ist denn los? Mike? Kannst du mich noch hören? Mike! Ich rufe besser gleich mal Feuerwehrmann Sam an. Hilfe! 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 Ja, sehr gut. Jetzt glänzt er wieder richtig schön. Es geht um ein Flat. Er ist verschwunden. Sam? Penny? Es geht um Mike Flood. Ihm ist irgendetwas zugestoßen. Und zwar auf dem Rückweg von Newtown. Mike? Mike? Wo ist der nur, Sam? Das ist äußerst seltsam. Wisst ihr, wo Mike sein könnte? Er ist da lang gelaufen. Er wurde verfolgt von einem riesengroßen Schneeball. Wovon? Mike könnte irgendwo da unten liegen. Vielleicht ist er sogar verletzt. Wir müssen ihn retten. Aber dieser Abhang ist viel zu steil, um ihn mit Jupiter zu befahren, Sam. Du hast recht, Penny. Da gibt es wohl nur eine Lösung. Ich brauche eine Decke, ein Seil, etwas Heißes zu trinken und dein Snowboard hier, Norman Price. Wow! Sieh dir das nur an! Feuerwehrmann Sam ist besser als Billy Bob Blitzeis! Mike, bist du verletzt? Sam, alles bestens. Mir ist nur so kalt. Ich lasse dir jetzt erstmal eine Thermoskanne heißen Tee und eine Decke runter, um dich zu wärmen. Wir holen dich da ganz schnell raus, keine Sorge. Penny, Entwarnung. Mike ist unverletzt, aber er ist in eine Schneegrube gestürzt. Verständige Tom Thomas, er muss uns hier helfen. Ich werde ihn sofort über Funk rufen. Tom Thomas ist jetzt hier, Mike. Der holt dich da blitzschnell raus. Alles klar? Ich werde jetzt den Gurt runterlassen, Sam. Das ist schon viel besser. Gut, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter snowboarden.
Dieses Snowboard da sieht mir aber verdächtig nach dem Bügelbrett deiner Mutter aus, Norman Price. Und das wird dir ganz bestimmt nicht so gut gefallen. Oh, das war seine Idee. Gar nicht wahr. Es war seine Idee. Wessen Idee es auch war. Sie hat mir geholfen, Mike zu finden. Es war meine Idee. Nein, war es nicht. Es war meine. Na komm schon, Mike. Wir bringen dich nach Hause. Gut gemacht, ihr zwei. Wo ist denn Mike? Der war halb erfroren. Wir haben ihn gleich nach Hause gebracht. Und wer wird jetzt bitte schön unser undichtes Wasserrohr reparieren? Das undichte Wasserrohr? Elvis, das habe ich ja völlig vergessen. Keine Sorge, Sir. Ich habe die Sache ganz und gar unter Kontrolle. Oh je. Das geht doch nicht. Wie weit seid ihr denn mit den Vorbereitungen für die Bahnhofseröffnung, Dad? Heute ist es ja schon soweit. Unglaublich, wie schnell das doch ging. Ich weiß, Gwenny. Und damit der Zug auch wirklich so richtig gut aussieht, habe ich ihn die ganze Woche lang poliert. Und was ist mit dem Bahnhof, Opa? Ist der auch schon so richtig schön geschmückt? Naja, dazu habe ich bisher eigentlich nicht so viel Zeit gehabt. Aber es werden doch eine Menge Leute kommen, Großvater. Da muss alles gut aussehen. Die zwei haben recht. Schmücken wir gut. Wartet, ich habe eine ganz unglaublich geniale Idee. James und ich können dir doch dabei helfen, den Bahnhof zu schmücken. Oh, das wäre wirklich ganz prächtig. Von meinen Lieblingsenkeln lasse ich mir sehr gerne helfen. Aber Großvater, wir sind doch deine einzigen Enkel. Ja, Kinder, das weiß ich doch. Bewohner von Ponty Pendy. Oh, nein. Oh. Bürger von Ponty Pendy. Sam, die Bürger von Ponty Pendy können dich von hier sicher gar nicht hören. Ja, ich weiß, Elvis. Ich übe nur gerade meine Rede. Ich werde doch nachher unseren neuen Bahnhof eröffnen bei der feierlichen Einweihung. Ach, wie aufregend, Sam. Ich bin schon gespannt auf den neuen Zug. Es geht nichts über einen soliden, altmodischen Dampfzug, Penny. Eins kann ich euch versprechen. Der stellt alle Fahrzeuge in den Schatten, die es hier in Ponty Pendy gibt. Psst, Sir. Jupiter hier kann sie doch hören. Naja, ausgenommen Jupiter. Natürlich. Aber Jupiter hat keinen so fabelhaften Waggon, keinen blitzenden Schornstein und fährt nicht auf Schienen. Ach, hör gar nicht auf ihn, Jupiter. Für mich bist und bleibst du das allertollste Fahrzeug. Oh nein, Jupiter. Ich habe deinen Lack zerkratzt. Es tut mir ja so leid. Und da steht er nun, der Ponty Pendy Express. Oh, Großvater, was für ein wunderschöner Zug. Oh, sieht aus wie eine richtige Eisenbahn, Großvater. Das ist auch eine richtige Eisenbahn, James, eine Dampfeisenbahn. Und wie funktioniert sowas? Ich schaufle die Kohle hinein, um das Wasser in den Tanks zu erhitzen. Und dann treibt der dabei entstehende Dampf die Lok an. Wow, die Eisenbahn fährt mit Kohle. Und mit Wasser, James. Aber wo kommt dieses Wasser denn her, Großvater? Aus dem Wasserspeicher davon. Seht ihr den langen Wasserhahn? Der schwingt herum und füllt die Tanks der Dampflok dann mit Wasser. Aha. Können wir jetzt auch mal mit der Eisenbahn fahren, Großvater? Da müsst ihr euch wohl noch ein bisschen gedulden, James. Zuerst muss ich die Lok ja noch befeuern. Komm mit, James. Lass uns jetzt mal den Bahnhof dekorieren. Oh je, der Kratzer geht nicht weg. Keine Sorge, das wird schon niemandem auffallen. Harry, du meiner Freund, was ist das denn da für ein furchtbar dicker Kratzer auf Jupiter? Das muss mein Schraubenschlüssel gewesen sein. Aus Versehen natürlich. Ich versuche gerade, ihn wegzukriegen. Jupiter soll doch richtig gut aussehen, so wie unsere neue Dampfeisenbahn. Ach, halt so wild, Quidlington. Jupiter ist ein Löschfahrzeug. Da gibt es schon mal die eine oder andere Schramme. Und daher möchte ich Sie alle um einen großen Applaus für Ponty Pendys neue und blitzend glänzende Dampfeisenbahn bitten. Ja, so mache ich's. Oh je. Keine Sorge, Jupiter. Gleich wirst auch du wieder ganz so aussehen wie neu. Du kriegst jetzt ein bisschen neue Farbe. Oh nein! Jupiter, ich habe aus Versehen die gelbe Farbe benutzt. Jetzt hast du einen Fleck statt eines Kratzers. So, das hätten wir. Makellos. Wie kommt ihr zwei so voran? Fast fertig, Großvater.
Hervorragend. Bald kommen sicher auch die ersten Passagiere. Ah, jetzt noch ein bisschen Kohle und dann kann es losgehen. Oh nein, die Wimpel da sind abgerissen, Sarah. Ich sag Großvater Bescheid. Nein, das können wir auch allein. Du hältst die Leiter. Ich komm nicht ganz ran. Ich muss mich ein bisschen strecken. Sei vorsichtig, James. James! Schon bist du wieder unten, James. Tut mir leid, Großvater. Ich hätte dich um Hilfe bitten sollen. Keine Sorge, James. Bleib du hier stehen. Ich mach das schon. Oh, es tut mir schrecklich leid, Jupiter. Dieser fabelhafte Neuzugang bei den Fahrzeugen von Pontypandy wird also, sie... Also, ich bin mir nicht sicher, ob fabelhafter ausreicht, Sam. Wie wäre es denn mit phänomenal? Oder bewundernswert und ganz prächtig? Nein, jetzt hab ich's. Glorreich und majestätisch. Also, ich danke schön, aber diese Worte sind für mich ein bisschen zu ausgefallen. Ich weiß nicht mal genau, was diese Worte bedeuten sollen. Aber hör gar nicht hin, Jupiter. Sam, ob du deine große Rede wohl an irgendeinem anderen Ort üben könntest? Irgendwo, wo Jupiter dich nicht hört? Oh, Entschuldigung, Elvis, natürlich. Aber ich bin sicher, dass das Feuerwehrauto weiß, wie wichtig es für uns alle ist. Ich bringe dich schon wieder auf Vordermann, Jupiter. Keine Sorge. Hey, da kommen ja schon alle. Hey, Mom, haben wir den Bahnhof nicht schön geschmückt? Es sieht wirklich wundervoll aus. Gut gemacht, ihr zwei. So eine Dampfeisenbahn ist doch wirklich großartig. Oh, so eine Lok habe ich ja seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Schau mal, Lilly, das ist eine Dampfeisenbahn. Qual! Nein, nein, Lilly, das heißt Dampf. Qual! Hat da jemand Qualm gesagt? Vorne brennt es. Oh nein, wenn der Wasserspeicher einstürzt, zerquetscht er den Zug. Alle sofort zurücktreten. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Auf dem neuen Bahnhof ist ein Feuer ausgebrochen? Ein Feuer ist auf dem neuen Bahnhof ausgebrochen. Gut, Ruhe bewahren. Verstanden? Das Gewicht des Wassers in diesem Speicher ist enorm groß. Er könnte jeden Moment einstürzen. Elvis, bespritz den Sockel des Speichers mit Wasser. Penny, du stellst dich mit Venus direkt vor den Zug. Verstanden, Sam. Alle, wo ihr seid, ja? Kommt zu mir, ihr zwei. Und jetzt zurücksetzen, Penny. Weiter, weiter, Penny. Das Feuer ist gelöscht, Sam. Aber der Speicher stürzt ein. Wie viel Arbeit. Oh, Dad. Der Zug ist gerettet. Penny hat ihn gerade noch rechtzeitig weggezogen. Hurra! Das war toll, Penny! Gute Arbeit, Penny! Und dir danke ich auch, kleine Lilly. Wärst du nicht gewesen, hätten wir das Feuer viel zu spät bemerkt. Sam! Wo unser Zug heil geblieben ist, können wir doch jetzt auch das erste Mal mit ihm fahren, oder? Ich fürchte, das wird nicht gehen, James. Es ist noch nicht genügend Wasser im Tank. Ich hatte mich schon so gefreut. Was für ein Pech aber auch. Wartet! Ich hätte da eine Idee! Wenn der Zug Wasser braucht, kann Jupiter ihn doch befüllen. Was für eine ganz unglaublich geniale Idee. Allerdings, Elvis. Dann kann unsere Bahnhofseröffnung ja doch noch stattfinden. Mit dem Pontypandy Express besitzt Pontypandy ein weiteres großartiges Fahrzeug. Aber ihr werdet mir sicher alle zustimmen, wir haben es nur Jupiter zu verdanken, dass alles gut ausgeht. Ja! Ja! Der Tank ist voll, jetzt kann's losgehen. Yeah. Dankeschön, Elvis. Und auch vielen Dank an dich, Jupiter. Alle einsteigen! Weißt du, Jupiter,
Du glänzt vielleicht nicht so wie der neue Pontypandy-Express, aber du bist und bleibst mein Lieblingsfahrzeug. Also Kinder, im chinesischen Kalender beginnt heute das neue Jahr. Und zur Feier dieses Festes lassen wir Himmelslaternen steigen über Pontypandy. Himmelslaternen? Was soll denn das sein? So nennt man Papierlaternen, Norman, in denen eine kleine Kerze brennt. Wird die Kerze dann entzündet, heizt sie die kalte Luft immer mehr auf und... Die Laterne steigt hoch in den Himmel auf. Laternen? Kerzen? Und die fliegen einfach so hoch? Das ist ja genial! Ist das nicht gefährlich? Was ist, wenn diese Laternen Feuer fangen? Die Laternen sind natürlich sicher, James. Sie müssen nur korrekt benutzt werden. Aber keine Sorge, eure Lehrerin ist dabei und wird aufpassen, dass nichts geschieht. Danke, Sam. Ein Erwachsener macht die Laternen für euch an und passt auf, dass sie sicher in die Luft aufsteigen. Es gibt kaum Wind, von daher sollte alles gut klappen nachher. Kommt mit, wir holen uns jetzt die Laternen. Ja! Ja! Auf und davon! Ich kann's gar nicht erwarten! Ich bin am Bahnhof, falls ihr Hilfe brauchen solltet. Viel Spaß! Wie ihr wisst, ist Bessie ein hervorragendes Löschfahrzeug. Aber sie müsste ein kleines bisschen modernisiert werden. Sie kann ausgezeichnet Feuer durch Wasser löschen. Aber was sie leider nicht versprüht, ist Schaum. Schaum, Hauptfeuerwehrmann Steel? Ja, Crittlington, Schaum. Und um ganz genau zu sein, zäher, schwer Schaum. Und das soll löschen helfen? Das klingt wirklich lustig, schwer Schaum. Das ist kein Witz, Elvis. Mit dem Schaum sprüht man Sachen ein und er haftet an ihnen. So kann sich das Feuer nicht ausbreiten. Ach so. Hier, bitteschön, bedient euch. Aber wo ist denn die Kerze? Ich will, dass meine Laterne jetzt sofort hochgeht. Norman Price, zuerst wirst du deine Laterne schön dekorieren. Ich werde keine Ausnahme machen. Ja, Frau Chen, natürlich. Oh, das ist ein bisschen komplizierter, als ich es gedacht hatte, Sam. Und wie funktioniert eigentlich das neue Schaumlöschgerät, Elvis? Es funktioniert tadellos, Sam. Ich bin der unbrennbare Schaummann. Sehen Sie, Frau Chen, wir sind jetzt alle fertig geworden. Können wir jetzt die Kerzen anzünden? Können wir? Ach, Norman, die Farbe ist noch viel zu nass. So sind sie viel zu schwer, wenn wir sie jetzt anzünden. Ach, wie doof. So, wir sind bereit für den ersten Test, Elvis. Da kommt wirklich eine Menge klebriger Schaum raus, Sam. Ich denke, da fehlen nur noch ein paar kleine Änderungen an diesem Gerät. Oh, hallo allerseits. Oh, das sind ja wunderschöne Laternen. Und wann werden wir sie endlich aufsteigen lassen? Darauf warte ich jetzt schon seit Ewigkeiten. Ach, dafür brauchen wir erst den richtigen Platz, Norman. Genau, Norman. Wir können die Laternen nur an einem sicheren Platz steigen lassen. Es darf nämlich nichts in der Nähe sein, wo sie plötzlich hineinfliegen könnten. Und der Wind sollte, wenn überhaupt, schwach sein. Er darf nicht in eine Richtung wehen, wo vielleicht Bäume oder sogar Häuser stehen. Okay, okay, okay. Aber wo ist dieser Platz? Irgendwo in der Nähe? Los, bitte einsteigen! Ja! Wir lassen eure Laternen schon noch steigen. Und zwar in den Bergen. Aber es dauert ewig, bis wir da oben sind. Stell dir vor, wie hübsch die Laternen aussehen werden, wenn sie da aus den Bergen aufsteigen. Na ja, dann nichts wie los jetzt. So. Tja, jetzt scheint es ordentlich zu funktionieren, was? Findest du nicht auch, Elvis? Es funktioniert viel einfacher. Oh nein, entschuldige, Sam. Schon in Ordnung, Elvis. Wir sind da, endlich! Nicht so schnell, Norman. Erst prüfen, dass der Wind nicht zu den Bäumen weht. Die könnten ansonsten Feuer fangen. Ich werde meine Himmelslaterne wohl niemals steigen lassen. Oh nein. Der Wind hat sich gedreht. Der Schaum wehte eben noch nach rechts, aber jetzt eindeutig nach links. Du hast recht, Sam. Das heißt, dass er sich vielleicht auch in den Bergen drehen könnte. Ja, ich muss Hauptfeuerwehrmann Steel verständigen. Hallo, Sir. Ja, Sam? Eine wichtige Information für Frau Chen oben in den Bergen. Da gibt es leider gar keinen Handyempfang. Ich funke Moose im Bergsteiger-Erlebnispark an. Er reicht dann diese Information durch.
Er soll bitte Frau Chen mitteilen, dass sich der Wind gerade gedreht hat. Wenn die Laternen jetzt aufsteigen, werden sie gefährlich nah an die Bäume kommen. Gut, ich verständige Moose, Sam. Da wären wir also, Kinder. Oh, na endlich. Und ich habe einen vollen Eimer Wasser mitgenommen. So für alle Fälle. Bitte stellt euch in einer Reihe auf mit euren Laternen. Gareth zündet sie an. Ah! Danke, Großvater. Oh nein, jetzt bin ich auch noch der Letzte. Was für hübsche Laternen. Oh, nun mach schon. Hier, bitteschön, Norman. Auf und davon. Norman, warte, dass die von der Kerze erwärmte Luft die Laterne füllt, denn sonst fällt sie einfach nur runter. Oh, komm schon, Laterne, heiz dich endlich auf. Ja, ich kann schon spüren, wie meine steigt. Lass sie aber nicht los. Erst wenn ich es sage. Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei... Nicht, Frau Chen! Moose! Ich habe eine Nachricht von Feuerwehrmann Sam. Er sagt, der Wind hat sich gedreht. Aber ja, das hat er. Es wäre äußerst gefährlich, wenn wir die Laternen aufsteigen lassen würden. Ihr habt's gehört. Blast eure Kerzen aus. Was ist? Wie? Aber die könnte doch jetzt auf und davon fliegen. Ich habe jetzt so lange gewartet. Hoppla. Norman Price. Wie? Die flog mir einfach aus der Hand, aber... Oh, aber die ist wirklich schön. Das ist überhaupt nicht schön. Das ist sehr gefährlich. Der Wind treibt sie doch direkt in den Kiefernwald. Ich rufe lieber schnell über Funk Feuerwehrmann Sam. Wie, ein Waldbrand oben in den Bergen? Sam, es gibt einen Waldbrand oben in den Bergen. Ich denke, du brauchst Tom Thomas und seinen Hubschrauber und in diesem Fall auch Bessie. Es breitet sich zu schnell aus. Keine Sorge, Tom. Wir sind unterwegs. Wir müssen dieses Feuer aufhalten. Es bewegt sich direkt auf die Kinder zu. Alles bereit, Elvis? Zeit für den Schwerschaumeinsatz. Es kann losgehen, Sam. Betätige den Schalter, Penny. Der ist wirklich gut. Das Feuer hat keine Chance bei dem klebrigen Schaum. Ja, da hast du völlig recht, Elvis. Ja, ich finde den Wunderschaum super. Und jetzt kann Tom Thomas den Rest von seinem Hubschrauber auslöschen. Wirklich großartig, Leute. Ist bei euch alles gut gegangen? Ja, danke, Feuerwehrmann Sam. Aber dir haben wir nicht zu danken, Norman Price. Dieses Feuer wäre nie entstanden, wenn du auf die Anweisungen gehört hättest. Entschuldigung, Frau Chen. Entschuldigung, Feuerwehrmann Sam. Was wäre wohl ein Platz, der sicherer ist, um Himmelslaternen steigen zu lassen? Ich wüsste wo. Oh, wo ist der? Ich meine neue Laterne an. Die wird bestimmt wunderschön. Nein, Norman. Du guckst nur zu nach dem Ärger, den du uns verursacht hast. Oh. So, das wären alle gewesen. Tja, hier ist nichts Gefährliches um uns. Der Wind weht nur sehr leicht und auch in die richtige Richtung. Dann los! Einer nach dem anderen. Du zuerst, Sarah. Mach dir nichts draus, Norman. Du kannst doch wieder eine Laterne steigen lassen, wenn das nächste chinesische Neujahr ist. Und wir müssen dich vielleicht nicht wieder mit diesem Klebeschaum retten. Oh, oh. Mom! Das wäre erledigt, Sir. Wieder blitzsauber. Oh ja, Bessie sieht wirklich wieder blendend aus. So, jetzt sollten wir sie aber unterstellen, damit ihr nichts passiert bei dem großen Feuerwerk. In Ordnung, Sir. Wir machen das schon. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein bei Feuerwerk. Da sagst du wirklich was Wahres, Sam. Na, dann schlaf schön, Bessie. Träum süß.
Und jetzt zurück zur Wache. Die Ponty-Pandy-Pfadfinder kommen vorbei. Ich will Ihnen ein paar Tipps für den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern geben. Ausgezeichnet, Sam. Wenn sich alle an die Vorschriften halten, wird es heute Abend keine Unfälle geben. Wie wär's mit einem kleinen Frühstück, Dad? Keine Zeit zum Essen, Gwenny. Ich wollte nur mal kurz erzählen, dass ich mich dieses Jahr um das große Ponty-Pandy-Feuerwerk kümmere. Wirklich? Du sollst dich wirklich um unser Feuerwerk kümmern? Oh ja, Gwenny. Und ich werde das am alten Bahnhof aufbauen. Komm bitte mit den Zwillingen schön pünktlich. Dann kriegen sie einen guten Platz. Es wird das famoseste Feuerwerk, das man in Ponty-Pandy je gesehen hat. Ich muss los. Es gibt viel zu organisieren. Oh nein. Aber was ist denn, Schatz? Weißt du, früher, als ich klein war, hat Dad jedes Jahr auch ein großes Feuerwerk veranstaltet für uns, für meinen Cousin Liam und mich. Na, das war doch bestimmt ganz toll. Es war der reinste Albtraum. Hier, er schaffte es jedes Jahr, irgendetwas anderes in Brand zu setzen. Oh, das klingt nicht sehr vielversprechend. Meinst du, du könntest mal nachschauen, was er da anstellt, Charlie, und aufpassen, dass Dad auch alles richtig vorbereitet? Natürlich. Keine Sorge, Gwendolyn. Dieses Jahr wird es keinen Brand geben. Also, was stimmt an dem Bild nicht? Das sind alles nur langweilige Mini-Knaller. Nein, darum geht es hier jetzt nicht, Norman. Sonst eine Idee? Der Deckel sollte immer schön zu sein. Sonst gehen die Feuerwerkskörper noch alle auf einmal los. Volltreffer, James. Na, und wo ist der Fehler in dem Bild? Oh! Es geht aber nicht um die Größe der Feuerwerkskörper. Die stehen dem Feuer viel zu nahe. Und das Feuerrad ist auch gar nicht richtig an den Baum genagelt. Es sollte nicht zu locker sitzen, aber auch nicht zu fest. Wieder Volltreffer, ihr zwei. Danke, dass du helfen willst, Charlie. Aber ich weiß, was ich tue. Sollten diese Feuerwerkskörper nicht etwas weiter auseinander, Gareth? Ach, was? Unsinn! Und sollten wir nicht richtige Abschussrampen benutzen? Ach, wozu der Aufwand, Charlie? Das wird großartig funktionieren mit diesen alten Flaschen. Aber es gibt ein Unglück, wenn sie umfallen. Das war's, Kinder. Hervorragend. Alles, was wir besprochen haben, steht auf diesem Merkblatt. Also lest es euch genau durch. Auf eine sichere Nacht. Dankeschön. Machen wir. Bis nachher. Ich sehe lieber mal nach, ob da auch Wasser rauskommt. So für alle Fälle. Ja, der ideale Platz für das Feuerrad. Ja, das fällt bestimmt nicht so leicht ab. Hier ist alles fertig, Charlie. Das ist ja eiskalt. Nur keine Angst. Das trocknet ja schnell. Und mit einer hübschen Tasse Tee ist die auch bald wieder warm. Komm mit, Charlie. In Ordnung, Gareth. Und dann wird's auch langsam schon Zeit für das große Feuerwerk. Genau das habe ich befürchtet. Ich meine, toll. Nicht ein einziger Notruf bisher, Sam. Da hat deine Schulung in Sachen Feuerwerk wohl geholfen. Das will ich sehr hoffen, Penny. Ach, aber vielleicht schaue ich doch lieber mal nach Bessie. Sie steht genau da, wo das große Feuerwerk gezündet wird, nicht wahr? Aber der passiert schon nichts, Sir. Das waren die besten Raketen aller Zeiten. Was kommt als nächstes, Großvater? Wie würden euch jetzt römische Lichter gefallen? Ja! Ja! Stehen die auch weit genug voneinander entfernt auf dem Boden, Großvater? Oh ja, sicher. Und benutzt du auch einen Sicherheitsanzünder, um das Feuerwerk zu entzünden? Ja, natürlich. Kann ich jetzt loslegen, verehrter James? Ja, Großvater. Ah!
Also, das ist wirklich mal ein großes Feuerwerk hier. Dann wart erst mal, bis du das große Finale siehst. Das Sonnenfeuerrad. Oh, wie mega stark. Sonnenfeuerräder sind das Allergrößte. Warte! Was ist, James? Ist das Rad auch sicher befestigt auf dem Untergrund, Großvater? Das will ich wohl meinen. Und ist es auch locker genug, um sich zu drehen? Ich bin sicher, dass alles gut ist. Großvater? Es dreht sich aber gar nicht. Was? Nein! Gleich brennt der ganze Schuppen, wenn das so weitergeht. Furchtbar! Hey. Ich glaube, wir rufen jetzt besser Feuerwehrmann Sam. Oh nein! Ashy ist ja da drin. Da ist ein Feuer an der Gerätehalle des alten Bahnhofs. Ein Brand im alten Lagerschuppen vom Bahnhof. Oh nein, bitte nicht. Bessie! Wartet auf mich! Oh nein, ich hab gewusst, dass so etwas passiert. Ich dachte, ich hätte alles kontrolliert. Es war dieses Feuerrad. Man muss es gut festmachen, nur eben nicht zu fest. Steht auf Seite 7 im Abschnitt 2. Nun gib ordentlich Gassen! In Ordnung, Leute. Bleibt alle da. Nicht näher kommen. Die arme Bessie. Wassermarsch, Penny. Ja! Das Feuer ist aus. Und Bessie, ist sie in Ordnung? Oh, meine Bessie. Immer noch voll einsatzbereit, Sir. Oh, na ja, vielleicht braucht sie ein wenig Politur morgen. Na ja. Aber ja, Sir. Und der Schuppen braucht bestimmt ein klein wenig neue Farbe. Und entschuldige bitte, dass ich bei dem Feuerrad nicht auf dich gehört habe, James. Das ist schon in Ordnung, Großvater. Wer weiß, im nächsten Jahr kann ich dir helfen, alles richtig aufzustellen. Das wäre ganz toll. Und ich durfte ihm nicht helfen. Das war's für heute mit dem Feuerwerk. Am besten, wir gehen nach Haus. Noch nicht ganz, Sam. Denn in meiner Tasche habe ich ja noch die hier. Ja! Wunderkerzen! Und super groß sind sie auch. Passt auf, stellt euch alle hübsch zusammen. Dann mache ich ein nettes Foto von euch. Vorsichtig, Großvater. Man soll Wunderkerzen immer armweit von sich halten. Na, ja, das wusste ich doch. Norman, Derek, beeilt euch! Trevor ist gerade vorgefahren mit dem Rest der Pontypendi-Pfadfinder. Bitte entschuldige, Mom, aber ich war so beschäftigt mit dem Putz meiner Schuhe. Von wegen, warst du nicht? Du hast doch die ganze Zeit dieses Feuerwehrhelden-Videospiel gespielt. Norman, du weißt, was ich dir zu dem Gespiele gesagt habe. Du kriegst Glubschaugen. Ach, Mom, es geht doch um Helden im Kampf gegen das Feuer. Ich weiß so viel über die ganze Arbeit der Feuerwehrleute. Ich muss überhaupt nicht in die Feuerwache zum Trainieren gehen, damit ich mein eigenes Feuerwehrabzeichen kriege. Das ist doch Blödsinn. Ein Feuerwehrmann in so einem Videospiel hat nichts zu tun mit einem Feuerwehrmann im wahren Leben. Das habe ich ihm auch schon gesagt, Tante Dillis. Nein, das hast du nicht. Du hast als einziges gesagt, gib mir endlich den Controller. Ich will auch. Schluss damit, ihr zwei. Und gib das hier, Trevor. Nur für den Fall, dass er vielleicht ein bisschen durstig ist. Machen wir, Tante Dillis. So, Feuerwehrleute. Heute werden die Pontypendi-Pfadfinder hier in der Feuerwache vorbeischauen. Ah. Daher brauche ich euch zwei, um den Kindern beim Erlangen des Feuerwehrabzeichens zu helfen. Also ich würde gern, Sir. Ich finde die Pontypendi-Pfadfinder klasse. Nein, ich fürchte, das geht leider nicht, Quidlington. Mir war doch so, als wolltest du einen von deinen speziellen, ganz speziellen Apfelstrudeln backen. Oh ja, Elvis. Auf den hatte ich mich schon ganz besonders gefreut. Ich auch. Meinetwegen. Dann backe ich also Apfelstrudel heute. Oh, das klingt ganz nach unserem Pfadfindern. Dann nehmen wir sie mal in Empfang.
Na, dann fange ich schon mal an, die Äpfel klein zu schneiden. Guten Morgen, Penny und Sam. Dann überlasse ich die Pfadfinder jetzt mal den Fachleuten. Ich komme nachmittags wieder, um sie abzuholen. Gut, bestimmt haben sich dann schon alle ihr Feuerwehrabzeichen verdient. Na klar kriege ich mein Abzeichen. Wahrscheinlich hält mich Feuerwehrmann Sam für so einen guten Schüler, dass er mich fragt, wann ich endlich hier in der Feuerwache anfange. Pontipendi-Pfadfinder sind wir. Ganz grün und wild, das ist mein Elixier. So ruft es dreimal laut heraus mit mir. Hurra! Ja, Pontipendi-Pfadfinder sind wir. Ja, Sir? Also mal ganz unter uns, Alice. Dieser Norman Price ist ja heute hier und du weißt ja, wie er ist, wenn der deinen Strudel riecht. Also ich möchte da keine Überraschungen erleben. Wenn du jetzt weißt, was ich meine. Oh, natürlich Hauptfeuerwehrmann-Stil. Kein Problem. Ich finde einen guten Platz, wo ich ihn verstecken kann. Tja, und das hier benutzen wir, wenn sich sehr starker Rauch entwickelt hat. So können wir gut atmen. Ist ja toll. Ja, und dann gibt es für die verschiedenen Feuerarten auch alle möglichen Arten von Feuerlöschern. Diesen hier verwendet man bei brennbaren Flüssigkeiten. Na, das wusste ich ja schon lange. Nanu, was ist denn das da oben, Feuerwehrmann Sam? Oh, das können wir uns alle zusammen anschauen. Meinst du, sie lassen mich nachher vielleicht sogar die Rutschstange runterrutschen? Davon kannst du nur träumen. Du hast doch gar keine Ahnung von Feuerwehrkram. Aber wahrscheinlich lassen sie mich da schon runterrutschen. Kommt alle mit, Pfadfinder. Oben geht's weiter. Oh, der riecht herrlich. Also, Penny, dann zeig den Pfadfindern doch mal, wie wir die Rutschstange benutzen. Aber klar, Sam. Zuerst packt man mit beiden Händen die Stange und zieht sich fest an die Stange heran. Das wusste ich ja schon lange. Dann die Beine ganz fest um die Stange schlingen und ganz locker runterrutschen. Oh. Wow. Weg, weg, ich als Nächster. Ah, ich glaube, das lassen wir heute lieber, Norman. Schließlich soll sich doch hier keiner verletzen. Oh. So, dann schauen wir uns mal das Büro von Hauptfeuerwehrmann Steele an. Allerdings werden wir aus Sicherheitsgründen die Treppe nehmen. Mir nach, Pfadfinder. Ah. Oh. Wisst ihr, Feuerwehrleute brauchen eine ganze Reihe von Fähigkeiten. Man muss einen Löschzug fahren können, zum Beispiel. So ein Feuerwehrauto fahren kann doch wirklich jeder. Von wegen. Dich lassen sie doch nicht mal die Stange runterrutschen. Aber ich wette, ich könnte Jupiter fahren. Jetzt langt's mir aber, Norman. Dann beweis es. Sehr gern. Tja, also wo könnte ich meinen Strudel verstecken, wo Norman Price ihn nicht finden wird? Na, das ist es. Auf dem Dach von Jupiter. Da wird er ganz bestimmt nicht suchen. So, jetzt habe ich endlich freie Bahn. Los, Derek, schnell rein da. Bitte? Siehst du? Und schon fahre ich. Hey, das ist noch kein Fahren, alter Schwindler. Klar ist es das. Oh, ein Schlüssel. Siehst du? Geht alles. Ja, wir rollen. Und ich fahre ganz toll, siehst du nicht? Genau wie in dem Spiel. Na, du kannst hoffentlich wirklich so ein Feuerwehrauto fahren, Norman. Wieso? Weil wir langsam anfangen, nach vorne zu rollen. Was? Ah! Aber der Schlüssel, um ein echter Meister im Kampf gegen das Feuer zu werden, ist besondere Aufmerksamkeit. Man muss seine Augen immer und überall haben und seine Sinne stets beisammen. Wirklich jederzeit. Oh, Hilfe! Wie kriegt man bloß dieses Fenster auf? Strampel nicht so rum, du trittst noch auf das Gaspedal. Und was ist das? Na, das, wo du gerade draufgetreten bist. Mein Norman hat sich ja schon so auf diesen Tag in der Feuerwache gefreut, denn er würde gern Feuerwehrmann werden, wenn er groß ist. Och, denken Sie doch nur, mein Norman, ein Feuerwehrmann, da wäre ich so unendlich stolz. Oh, sehen Sie nur, da kommt er schon und fährt einen Feuerwehrwagen. Oh, Norman fährt einen Feuerwehrwagen. Oh nein, ich rufe lieber schnell Feuerwehrmann Sam. So, und wer das alles beherrscht, der gehört dann zu den ganz großen Feuerwehrleuten. Trete zurück, Pfadfinder. Es scheint einen Notfall zu geben. Norman Price wurde gerade gesehen, wie er in Jupiter durch Pontipendi fährt. Wie bitte? Der war doch gerade eben noch hier. Ich bleibe hier und halte die Stellung mit dem Rest der Pfadfinder.
pass doch auf, du fährst auf die Kaimauer zu. Oh nein, wie blöd! Mein Strudel! Der Wagen wird immer schneller. Die landen gleich im Wasser. Ich versuche jetzt, sie zu bremsen. Fahr du vor, Penny, und blockier die Straße, damit kein anderer gefährdet wird. Verstanden, Sam. Achtung, Norman, nur keine Panik jetzt. Als erstes machst du den Motor aus. Wie soll ich das denn nur hinkriegen? Dreh einfach den Schlüssel zu dir hin. Nun mach schon, Sam. Und nun fest auf das Bremspedal treten. Welches von denen ist denn das? Das große Ding da, links unten. Und welches ist von mir aus links unten? Na, das, was nicht rechts unten von dir ist, Norman. Ich komme da einfach nicht ran. Ich erledige das. Hm? Feuerwehrmann, Mami ist da. Sam, du hast meinen Strudel gerettet. Was hast du mir nur für einen Schrecken eingejagt? Entschuldige bitte, Mom. Oh nein! Das tut mir echt leid, Feuerwehrmann Sam. Das war sehr dumm von mir. Ja, allerdings. Weil ich dachte, ich wäre auch ein richtiger Feuerwehrmann. Genauso habe ich es doch gelernt in dem Videospiel. Aber im wahren Leben ein so großes Feuerwehrauto wie Jupiter zu fahren, ist gefährlich und leichtsinnig. Weiß ich jetzt auch, Sam. Bitte sei nicht böse. Naja, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Nicht wirklich niemand. Oh, nicht doch. Dabei hatte ich mich so auf diesen Strudel gefreut. Wieso krieg ich denn kein Feuerwehrabzeichen, Feuerwehrmann Sam? Und ich auch nicht. Ich fürchte, ihr zwei seid noch nicht so ganz geeignet für dieses Feuerwehrabzeichen, Norman. Es könnte aber sein, dass ihr ein anderes Abzeichen Meinst kriegt. Meinst du, welches? Das Küchenabzeichen. Denn ihr zwei werdet jetzt einen richtig schönen Apfelstrudel backen. Ja, und ich bring euch das bei. Ein fröhliches Halloween, Sam. Ein fröhliches Halloween, Dillis. Ich nehme heute 15 von den Äpfeln, bitte. Oh, Sam, das sieht nach einer großen Runde Apfelfischen aus. Ja, ganz richtig. Das ist mein liebstes Halloween-Spiel. Als ich jung war, hielt ich den Rekord in Apfelfischen. Nein, ist ja nicht wahr. Also, ich habe da diesen super cleveren Plan, Derek. Und zwar... Ein fröhliches Halloween, Norman und Derek. Ein fröhliches Halloween, Sam. Jetzt sag schon, wie der Plan geht. Hab ich ja gerade erzählen wollen. Weißt du noch, letztes Halloween, da habe ich doch 3 Kürbisse angezündet. Ja. Und mir wurden alle meine Süßigkeiten weggenommen, bis auf eine einzige. Eierkäsebällchen. Und dieses Jahr läuft alles vollkommen anders, denn diesmal werden wir beide uns wirklich alle Süßigkeiten im Ponty Pandy holen. Und zwar mit diesem Go-Kart und, Guten Abend, Jungs. Oh, Norman, du spielst auf keinen Fall wieder mit diesem Rolldings. Das mache ich doch. Das letzte Mal bist du damit doch glatt ins Wasser gefahren. Diesmal werde ich eben vorsichtiger sein, Mom. Ich ins Wasser fahren? So ein Unsinn. Bei dem Plan unmöglich, dass das passieren kann. So, Elvis. Du musst jetzt einen der Äpfel aus dem Wasser herausholen. Oh, so einfach geht das? Nein, Crittlington, nicht damit. Die Hände sind hinter dem Rücken. Hier gilt allein der Mund. Das Spiel nennt sich Apfelfischen. Oh, alles klar. Gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ich werde schon noch dahinter kommen, oder? Sam war früher ganz groß im Apfelfischen, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Wenn er nicht sogar der Größte war. Ich freue mich schon darauf, ihn in Aktion zu sehen. Worauf ich mich auch schon freue. Aber ich sollte zuerst Elvis wenigstens einen Apfel fischen lassen. Jetzt mache ich mich ganz schön nass hier, nicht wahr? Ein fröhliches Halloween. Habt ihr alle eure Süßes, sonst gibt's saures Masken bereit? Ich bin eine Gruselhexe. Wir sind Gruseldrachen. Wirklich toll. Ihr seid ja alle besonders gruselig. Wollen wir sehen, ob wir uns ein paar Süßigkeiten ergruseln? Ja! Pass auf, Derry. Du wartest hier. Welche Maske soll ich zuerst aufsetzen?
Süßes, sonst gibt's Saures. Oh, hallo, du kleiner Vampir. Mein erster Besucher. Das verdient ein paar Süßigkeiten. Hier, bitteschön. Gut Grusel. Gruseligen Dank. Süßes, sonst gibt's Saures. Oh, ein schauriges Monster. Oh, heute sind aber viele Monster unterwegs. Oh, das ist alles, was noch da ist. Ja, siehst du die ganzen Süßigkeiten hier? Tja, und was soll ich jetzt tun, Norman? Schieben! Oh, ja. Ach du dicker Apfel. Tja, sieht ganz so aus, als könnte ich meinen Apfelfischrekord dieses Jahr nicht wiederholen, was? Es sei denn, Elvis fischt endlich mal ein. Ich hoffe, die Süßigkeitenjäger haben mehr Glück als er. Los, anschieben, Derek. Nun mach schon. Das war ja komisch. Alle Süßigkeiten weg. Die Halloween-Nacht hat doch gerade erst angefangen. Wie sollen wir denn Süßes, sonst gibt Saures spielen, wenn keine Süßigkeiten da sind? Irgendwo müssen ja welche sein. Dillis, wir haben ein kleines Problem. In deinem Laden liegen nicht zufällig noch Süßigkeiten herum? 3 große Pappkartons? Ja! Ist ja wundervoll, Dillis. Wir kommen sie gleich holen. Ich habe sämtliche Süßigkeiten im Pontypandy eingesackt. Wir haben die, meinst du sicher? Oh, ja. Ingwer-Gelee? Auf zum Laden! Was habt ihr denn vor? Hallo, Norman. Was für ein Halloween. Der ganze Süßkram in Pontypandy ist verschwunden. Oh, ach, tatsächlich? Aber das macht nichts. Da stehen noch 3 Kartons mit Süßigkeiten bei Dillis herum. Ihr könnt auch ein paar haben, wenn ihr wollt. Ein paar? Ich will sie aber alle. Schnell, wir müssen vor den anderen da sein, Derek. Du musst mich anschubsen, und zwar richtig kräftig. Schon gut, Norman. Das ist echt nicht mehr lustig. Das war wirklich ein toller Schubser. Und dazu geht's noch bergab. Ich bin fast da. Ich kann nicht anhalten. Weg da! Sei vorsichtig, Norman. So ein Mist. Ich muss dieses Go-Kart anhalten oder ich lande wirklich wieder im Wasser. Mom! Oh nein, da rufe ich besser schnell meinen Bruder an. Notruf Feuerwehrmann Sam. Was hast du gesagt, Elvis? Ich hab's geschafft. Ausgezeichnet, Elvis. Dann nehme ich doch an, ich könnte es jetzt versuchen. Ein Notruf? Was kann das sein? Norman Price ist mit seinem Go-Kart ins Wasser gestürzt. Hatten wir das nicht früher schon mal? Norman, gib mir deine Hand. Aber ich muss doch meine Süßigkeiten retten. Norman, wir sind hier, weil wir dich retten wollen. Meine Süßigkeiten. Jetzt nur keine Aufregung. Ich war dieses Halloween beim Apfelfischen noch nicht dran, aber ich komme beim Normanfischen als Erster an die Reihe. Normanfischen? Wie geht das denn? Naja, hier sind Hände okay. Aber dann muss man sich ganz weit vorbeugen, immer schön das Gleichgewicht halten und... Meine Süßigkeiten!
mein kleiner Goldschatz. Zum Glück ist dir nichts passiert. Ich hatte dich ja vor diesem Holdings gewarnt. Weiß ich doch, Mom. Aber ich hatte diesen genialen Plan, sämtliche Süßigkeiten in Ponty Pandy zu kriegen. Sämtliche Süßigkeiten in Ponty Pandy? Kein Wunder, dass keine mehr da waren. Wir spielen auch gern Süßes, sonst gibt's Saures. Ja, das tut mir furchtbar leid. Na, Norman, findest du nicht, dass jetzt die anderen Süßigkeiten haben sollen? Ja, kommt, ihr Süßes, sonst gibt's Saures, Racke. Ja! Ja! Meine Süßigkeiten. Süß lecker? Ja, wirklich? Für mich? Ein Eierkäsebällchen. Was brauchst du denn nun alles für deinen Schneemann, Norman? Also, da wäre zunächst mal dein bester Hut mit den Federn drauf und dann den Mantel, den du zu Tante Phyllis' Hochzeit getragen hast. Nun ja, mal schön langsam, und? Norman Price. Du benutzt meinen besten Hut und Mantel nicht für einen Schneemann. Ja, aber Mom, ich will, dass das der beste Schneemann wird, der jemals gebaut wurde. Ja! Oh nein, du benutzt das für den Schneemann, was ich als Kind auch genommen habe. Kohlen für die Augen, eine Karotte für die Nase und einen Eimer als Hut. Oh, Mom! So sieht unser Schneemann doch voll langweilig aus. Aber jetzt dreht doch keinen Unsinn, Norman. Oh. Ups. Trevor Evans? Was für eine? Na komm, Andy. Wir gehen jetzt unseren Schneemann bauen. Oh, Trevor. Sie können immer so gut mit Worten umgehen. Oh, schau nur. Der Schal wäre perfekt für unseren Schneemann, Mandy. Aber das ist doch der Lieblingsschal deiner Mom. Oder ich mache Ihnen eine schöne heiße Tasse Tee. Der wärmt wie eine Wolldecke. Ja, und der kratzt auch nicht so. Sie hat nur was von ihrem Hut und ihrem Mantel gesagt. Dass ich den Schal nicht nehmen darf, davon war nicht die Rede. Bist du auch ganz sicher, dass wir das dürfen? Absolut sicher. Feuerwehrleute, aufgrund des eisigen Wetters in Ponty Pandy muss ich euch informieren, dass der Strom in der Feuerwache leider ausgefallen ist. Whittington, wärst du wohl so gut, jetzt mal ein bisschen leiser zu zittern, hm? Ich kann mich hier ja kaum denken hören. Entschuldigung, Sir, ich kann's nicht abstellen. Ich friere ja so. Aber wenn der Strom ausgefallen ist, Sir, können wir dann trotzdem eventuelle Notrufe empfangen? Natürlich. Für diesen Zweck haben wir immer noch unsere Notfallleitung. Aber trotzdem, wir haben vorerst keinerlei Heizung, Leute, klar? Quicklington, würdest du jetzt wohl bitte dieses Zähneklappern einstellen? Ich versuche es, ja, Sir. Ich weiß. Man könnte doch die gute alte Feuerschale benutzen. Wenn wir uns davor setzen, wird uns schnell warm. Oh, das würde meinen Zähnen sicher sehr gut gefallen, Sam. So, jetzt fehlt nur noch der allerletzte Schliff. Perfekt, oder? Also, ich weiß nicht. Wieso hat er denn diesen alten Lappen um den Hals? Der Lieblingsschal deiner Mom wäre schöner gewesen. Das ist der Lieblingsschal von meiner Mom. Oh, er ist über und über mit Kohle von deinen Händen beschmiert. Oh nein, das gibt einen riesen Ärger. Ich hab dich gewarnt, Norman. Ach, was soll ich denn jetzt nur tun? Da können wir wohl nur eins tun. Wir müssen ihn mitnehmen und waschen. So. Gleich kannst du dich ein wenig aufwärmen, Elvis. So. Ah, diese Feuerschale wärmt aber nicht so besonders toll, Sam. Das Feuer ist doch noch gar nicht an. Sam kann Feuer vielleicht löschen, aber entfachen kann er sie wohl nicht so gut. Nein. Aber ich weiß, wie du dich aufwärmen kannst, Elvis, mit ein bisschen Feuerwehrmann-Gymnastik. Feuerwehrmann-Gymnastik? Ich glaube, da friere ich lieber noch ein wenig weiter. Da vorne ist noch ein Fleck. So, viel mehr kann ich jetzt wirklich nicht tun. Das reicht sicher. Dann hängen wir ihn jetzt zum Trocknen raus. Keine Sorge, Norman. Wenn er trocken ist, sieht er wieder aus wie neu. Es will nicht funktionieren. Moment. Ja, ich glaube, ich hab's jetzt. Oh, meiner, toll.
Nein, der Strom ist wieder weg. Ich sehe mir mal den Generator an. Was ist das denn? Grimplington, was tust du denn jetzt schon wieder? Ich versuche, mich aufzuwärmen, Sir. Ich habe Elvis ein Gymnastikprogramm für Feuerwehrleute gezeigt, Sir. Oh, ausgezeichnete Idee, Feuerwehrfrau Morris. Immer nur weiter so, Grimplington. Na komm schon, Elvis, hoch die Arme. Hopp, 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 hopp. Ist der trocken, Norman? Trocken? Jetzt ist er ja so hart geworden wie mein Skateboard. Was soll ich denn jetzt nur machen? Der Lieblingsschein meiner Mom hat sich in eine lila Eisscholle verwandelt. Oh je. Du musst ihn doch nur auftauen, Norman. Und danach wieder trocknen. Du hast recht, Mandy. Und ich weiß auch schon ganz genau, wo ich das mache. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Idee ist doch spitze, Mandy. Die Hitze schmilzt das ganze Eis weg und trocknet dann den Schal. Komm jetzt, lass uns eine Schneeballschlacht machen. Wie sieht's denn mittlerweile mit dem Feuer aus, Sam? Tja, eine kleine Flamme konnte ich schon entfachen, Sir. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, gut. Was jetzt noch fehlt, ist ein gleichmäßiger, sanfter Luftzug. Dann wird das Feuer brennen und lodern. Pass mal auf. Das war jetzt wohl ein bisschen zu sanft, Sir. Mag sein, dass ich ein wenig aus der Puste bin. Aber mach nur weiter so, Sam. Sehr gut. Norman, wo steckst du? Ah! Norman Price, das ist gemogelt. Erwischt. Mir ist eiskalt. Ich hol mir meine Mütze. Na bitte, fast geschafft. Hey Elvis, Penny, kommt doch mal her. Oh, das hast du gut gemacht, Sam. Ich liebe den Geruch eines lodernden Feuers. Ui, yes. Nein, nein. Tusch! Entschuldige, Sam. Bleib stehen, Norman. Sonst treffe ich dich ja nie mit dem Schneeball. Wieso sollte ich mich absichtlich von einem Schneeball treffen lassen? Drin kannst du mich nicht bewerfen. Oh, oh. Ruf sofort Feuerwehrmann Sam. So, das wär's. Alles repariert und heil. Schon bald wird es hier so warm sein, als hätten wir Sommer. Ausgezeichnete Arbeit, Mike. Oh, da kommt ein Notruf rein. Oh, ein Feuer im Haus der Flatz. Oh, da ist ein Feuer im Haus der Flatz ausgebrochen. Oh, ein Feuer im Haus der Flatz. Moment mal, da wohne ich ja. Wartet auf mich! Das Feuer ist in der Küche, Sam. Der Ofen hat Feuer gefangen. Tut mir leid, Dad. Ist nicht so schlimm, Mandy. Hauptsache, dir ist nichts geschehen. Dreh das Gas ab, Elvis. Was ist denn passiert? Was wolltet ihr backen? Na, den Schal von Normans Mom. Oh. Der ist euch aber ziemlich angebrannt geraten. Das wird zu Hause einen Riesenärger für mich geben. Dann ist ja alles wie gehabt. Ich glaube, da ist ein neuer Schal fällig, Dillis. Norman, du hast meinen Lieblingsschal ruiniert. Unglaublich. Entschuldige, Mom. Aber ich weiß, wie du das wieder gut machen könntest. Ach ja? Jetzt wirst du mal etwas anderes mit dem Schnee machen, ja? Was denn? Einen zweiten Schneemann? Nein, du schaufelst einen Weg, damit Trevor... Ich meine natürlich meine Kundschaft, nicht mehr ständig vor dem Laden ausrutscht. Gute Idee, Dillis. Oh, Mom!
Haha, wieder habe ich dich gefunden, Sam. Saturn ist wirklich ein fabelhaftes Rettungsgerät. Das kann man wohl sagen, Sir. Sie haben mich in Rekordzeit entdeckt. Das Gerät wird dich immer finden, Sam. Und zwar, weil es deine Körperwärme registriert. Dann tauchst du auf diesem Bildschirm hier als eine rote Gestalt auf, während alles andere um dich herum, was kühler ist, grün dargestellt wird, siehst du? Aber Sir, wenn ich nun vor Kälte so richtig frieren würde, wäre ich dann auch noch rot? Ja, sicher, Quiddlington. Und ob, dein Körper wird immer wärmer sein als, dieser Tisch. Oh, wirklich? Ich würde es auch gern mal probieren. Tja, wenn's unbedingt sein muss. Quiddlington, du versteckst dich und Penny, sie versuchen, ihn mit Saturn zu finden. Ja, ich wette, du findest mich nie. 1, 2, 3. Und das allerbeste Foto von Pontypandy im Schnee erscheint auf dem Titelblatt der nächsten Ausgabe des Pontypandy-Kuriers. Auf dem Titelblatt? Toll. Ich habe da eine ganz, ganz unglaublich geniale Idee. James? Du hast doch eine Kamera zum Geburtstag gekriegt, nicht wahr? Ja. Tja, wie wär's, wenn wir draußen so richtig coole Bilder vom Schnee machen, um den Wettbewerb zu gewinnen? Nein, denn ich lese hier gerade mein Eisbärbuch. Aber vielleicht sehen wir einen echten Eisbären bei dem vielen Schnee draußen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier in Pontypandy Eisbären gibt. In meinem Buch steht, die wohnen in der Arktis. Ja, aber James, das wäre doch wirklich eine tolle Gelegenheit, dein Geschenk auszuprobieren. Und unser bestes Foto kommt dann vielleicht auf die Titelseite des Pontypandy-Kuriers. Tja, okay. Von mir aus können wir ruhig rausgehen und ein paar Fotos machen. Oh ja, prima, James. Los geht's. Aber seid wieder da, bevor es dunkel wird. Keine Sorge, Mom. Wir sind rechtzeitig zurück. 49, 50. Ich schalte Saturn jetzt ein, Elvis. Hohoho, wie elegant er fliegt. Sehr schön, Penny. Schön ruhig. Ich hab ihn. Reife Leistung, Saturn. Und? Reife Leistung, Penny? Ja, natürlich. Das meinte ich auch. Na los jetzt. Sagen wir Elvis, dass wir ihn gefunden haben. Gefunden, Elvis. Du sitzt unterm Tisch. Das ging ja schnell. Oh, ich hab's euch auch viel zu leicht gemacht. Jetzt bin ich wieder dran. Ich wollte gerade fragen, Sir, ob ich es auch mal ausprobieren dürfte. Ja, natürlich, Sam, von mir aus. Na schön, Elvis. Los, versteck dich. Diesmal werde ich mir ein richtig gutes Versteck aussuchen, Sam. Ich hoffe, hier oben können wir ein paar richtig aufregende Fotos machen. In Pontypandy gab's ja nichts, was interessant war. Ich finde, wir sollten nicht mehr weitergehen. Es sieht aus, als würde es gleich wieder schneien. Du bist doch ein Angsthase, James. Das ist doch... Wow, sieh dir diese Abdrücke an. Die stammen sicher von Buddler oder so jemandem. Aber die sind doch riesig und viel zu groß für einen kleinen Hund. Die stammen sicher von einem Eisbären. Komm schon, James. Geh du nur allein, Sarah. In meinem Buch steht drin... Sarah? Warte doch! Da ist er. Wir haben dich, Elvis. Wir sehen dich im Übungsturm, auf halber Höhe ungefähr. Oh, doch nicht jetzt schon, Sam. Oh, es schneit schon wieder. Ich finde, wir sollten jetzt wieder heimgehen, Sarah. Oh, mir ist so kalt. Wir finden ihn sicher ganz bald. Lass uns doch ein bisschen weitergehen, James. Komm schon, Sarah. Der Schnee wird immer stärker. Ich will jetzt endlich heim, ja? Ja, aber ich will unbedingt ein Foto von dem Eisbären haben. Ich möchte bei diesem Wettbewerb gewinnen. Es gibt hier ganz sicher keine Eisbären, Sarah. Und wir wollen uns doch auch nicht verlaufen. Da, schau! Wir können uns doch in der Höhle unterstellen, bis es aufhört zu schneien. Und danach gehen wir dann heim. Ist gut, Sarah. Aber nur, weil ich vom Schnee ganz durchgefroren bin. Ach, hallo, Gwendolyn. Wo sind denn Sarah und James? Die sind noch unterwegs mit der Kamera. Langsam mache ich mir Sorgen, Charlie. Da hast du uns was eingebrockt. Ach, mir ist so kalt. Aber...
Aber ich will eben ein Foto von einem Eisbären haben, James. Ich hab's dir jetzt schon so oft gesagt. Es gibt bei uns in Ponty Pendy keine Eisbären, Sarah. Huh? James? Ich glaube, es kommt ein Eisbär in die Höhle gestapft. Was? Oh, aber das kann doch nicht sein. Oh je. Oh, du hattest doch recht, Sarah. Ja, hallo, ihr zwei. Was zum Grizzlybären tut ihr denn hier draußen? Ach, Moose, wir dachten, du wärst ein Eisbär. Ein Eisbär? Wieso solltet ihr mich für einen Eisbären halten? Na, wir waren ein paar Riesenabdrücken im Schnee gefolgt. Sarah, und dann, schau! Moose, das waren deine Spuren, die wir die ganze Zeit verfolgt haben. Ich sagte dir doch, es gibt keine Eisbären bei uns in Ponty Pendy. Oh nein! Bei uns in Kanada heißt es, willst du im Schnee überleben? Sei stets leise, sonst gibt es eine Lawine. Keine Sorge, ich habe eine Taschenlampe dabei. Ach, ich wollte neue Batterien reintun und dann habe ich sie wohl zu Hause liegen lassen. Ich habe eine Idee. Du hast wirklich sehr gute Einfälle, James. Jetzt mache ich mir ernsthaft Sorgen. Ich glaube, die Zwillinge haben sich im Schnee verlaufen. Na schön. Dann rufen wir jetzt Feuerwehrmann Sam. Was für ein fabelhaftes Gerät das ist. Oh, ein Notfall. James und Sarah haben sich im Schnee verlaufen. Oh. James und Sarah haben sich im Schnee verlaufen. Das ist eine Aufgabe für Saturn. Sam, du nimmst Merkur. Penny und Elvis, ihr fahrt mit Venus und nehmt Saturn mit. Jede Sekunde zählt, Leute. Schon irgendwas zu sehen, Elvis? Noch nicht, Sam. Oh, warte, was ist das? Das könnten sie sein, aber es sind ja drei. Ich glaube, wir haben sie, Sam. Sie sind in einer Höhle ungefähr 100 Meter östlich von deiner Position. Verstanden, Elvis. James, Sarah. Wir sind hier in der Höhle, Onkel Sam. Keine Sorge, ich hole euch da ganz schnell raus. Danke, Sam. Wie hast du uns nur gefunden? Oh. Ist das etwa ein UFO da? Nein, das ist eine Spezialkamera, die mittels Körperwärme Menschen finden kann. Wow! Penny, Elvis, Saturn hat sie gefunden. Sie sind jetzt alle in Sicherheit. Ist alles in Ordnung, Onkel Sam? Alles bestens. Jetzt siehst du aus wie ein Eisbär. Vielleicht kein richtig echter Eisbär, Onkel Sam. Aber dafür hast du den Wettbewerb für uns gewonnen. Für uns bist du der größte Held. Selbst wenn du mal in den Schnee fällst, Onkel Sam. Sir, was steht heute für uns auf dem Plan? Es gibt da von der Feuerwehrleitstelle eine Anweisung. Heute dreht sich hier alles um Teambildung. Wie geht wohl Teambildung? Müssen wir alle wieder in die Schule, um uns zu bilden? Nein, Elvis. Wir machen Übungen, durch die wir als Team besser zusammenarbeiten. Mhm. Oh, und was für Übungen sind das dann? An die Zehen kommen? Oder Liegestütz vielleicht? Nein, Critlington, es geht um die Übung Menschliche Pyramide. Ich habe die neuen Planken für den Anlegesteg verlegt. Aber wir müssen auch hier vorn was tun, damit der Steg nicht wegbricht. Guter Vorschlag. Das gehen wir als nächstes an. Na komm schon. Hallo, Kinder. Hallo, Moose. Morgen. Tag, Gareth. Wie geht's denn? Ach, eigentlich gar nicht so gut. Keine Fahrgäste, was? Du sagst es.
Oh, was ist das? Das sieht ja unheimlich aus. Und das erstmal. Nein, ich kann gar nicht hingucken. Anscheinend wollen dieser Tage nicht viele Leute mit dem Zug fahren. Das ist schade, denn ich würde den Fahrgästen so gern unsere herrliche Bergwelt zeigen. Hä? Guck doch mal die da. Ganz viele Bilder von so verschmierten Punkten. Die mag ich. Die machen nicht so schreckliche Angst. Das sind keine Schmierflecken. Das sind doch Fotos vom Ponty-Pandiness-Monster. Was denn für ein Ponty-Pandiness-Monster? Ja, jetzt hört mal gut zu. Im See, da haust ein Monster, erzählten die Leute. Und da kamen die Menschen aus aller Welt, um es zu sehen. Sie sahen spritzende Fontänen und Wasserstrudel. Andere sahen eine pechschwarze Flosse. Und einige hörten ein brummendes Raunen. Schon gut. Ist ja schon das lange her. Das macht mir trotzdem richtig Angst. Unsinn, die Geräusche kamen aus der alten Kohlenmine, James. Jetzt hab keine Angst. Es gibt natürlich kein Ponty-Pandiness-Monster. Das sahen all die Besucher damals aber ganz anders. Von denen könnte ich ein paar als Fahrgäste gut gebrauchen. Die sind alle hergekommen, um das Monster zu entdecken? Ich weiß, wie wir Großvaters Zug voll kriegen. So, dann setze ich meine ungeheuer geniale Idee jetzt auch in die Tat um. Monster! Monster! Da ist das Ponty-Pandiness-Monster! Oh, wie? Au! Oh, oh nein! Ganz sicher? Was hast du gesehen? Erzähl mal ich ganz genau. Ich habe das Strudel gesehen. Na und dann haushohe Fontänen aus Wasserspritzern und eine pechschwarze Flosse dazwischen. Und ich hörte so ein komisches Brrrr. Das ist ja großartig. Das ist es gar nicht. Das Ponty-Pandiness-Gruselmonster ist wirklich lebendig. Ja. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Gwendolyn, Sarah hat eben das Ponty-Pandiness-Monster gesehen. Oh. Charlie, Sarah hat eben das Ponty-Pandiness-Monster gesehen. Mom, Sarah hat das Ponty-Pandiness-Monster gesehen. Da oben am Bergsee. Oh, das existiert doch gar nicht. Nicht wahr, Dillis? Haben Sie gehört? Das Ponty-Pandiness-Monster ist im See. Was höre ich da gerade? Das Ponty-Pandiness-Monster ist im Bergsee. Also ist es wieder da. Ja, da kommen die Schaulustigen sicher in Scharen. Na, das ruft nach eingehender Überprüfung der Sicherheit. Ich geh schon. In Ordnung, Gridlington. Aber denk immer dran, das ist eine offizielle Mission. Alles gut, Penny? Ja, Sam, aber ich freue mich, wenn wir mit der Teambildung fertig sind. Alle einsteigen, bitte. Wartet auf mich. Schließlich will ich auch das Monster sehen. Ich meine, natürlich die Sicherheit der Besucher am See überprüfen. Es hält immer noch nicht richtig. Da werden wir wohl noch mehr Holz brauchen. Es klappt. Mein Plan funktioniert. Ich entdecke das Monster als Erster. Hallo Großvater, wirst du jetzt noch mehr Besucher hierher holen? Das werde ich, Sarah. Was für ein wunderbarer Tag heute doch ist. Bis gleich. Ja, bis gleich, Großvater. Wie hat denn das Monster ausgesehen? Ja, hat es auch spitze Zähne. Wo hast du es gesehen? Ja, das war, dort. Wo denn? Da, ja, echt. Da ist es auch schon wieder. Was zur Bärentatze ist denn jetzt los? Wartet! Der Steg hält das nicht. Hey, der Steg muss erst repariert werden. Wir schwimmen ja. Und zwar zu dem Monster. Ach, du dicker Holzwurm. Hören Sie das? Das Monster ist direkt unter uns. Oh, Trevor. Vorsichtig. Sarah, hat sich etwa das Monster auch so angehört? Seht ihr? Sarah hat vor Angst die Sprache verschlagen. Die Geräusche des Monsters kennt sie nur zu gut. James! Oh nein! Da ist ein altes Funkgerät in der Ausstellungshütte. Ruf Feuerwehrmann Sam! Hört mal her, Leute. Versucht alle ganz ruhig zu bleiben. Feuerwehrmann Sam wird jeden Moment hier sein. Sitzen fest in der Mitte des Sees und das Ponty-Pandiness-Monster lauert auf Beute? Oh nein! Aus Ponty-Pandy sitzen einige Leute mitten auf dem See fest. Genau dort, wo das Monster sein Unwesen treibt.
Mach das andere Ende von dem Seil an dem treibenden Steg fest. In Ordnung, Sam. Keine Sorge, Leute. Feuerwehrmann Sam zieht euch wieder ans Ufer zurück. Merkur hat anscheinend nicht genug Zugkraft. Irgendwas scheint zu verhindern, dass sich der Steg wegbewegen kann. Elvis, halt das hier fest. Ich werde da runtertauchen. Los, Penny, da unten ist das Monster. Fertig, Sam. Yeah. Aber wo ist Penny? Wir brauchen wirklich keine Übungen für Teambildung. So perfekt, wie wir hier jeden Tag zusammenarbeiten. Wir sind super, du hast völlig recht. Schade, Mom. Jetzt habe ich leider das Monster überhaupt nicht gesehen. Bestimmt wird uns Sarah alles ganz genau beschreiben. Na ja, richtig gesehen hatte ich das Monster gar nicht. Ich hab ja nur so getan, als ob. Aber Sarah, du hast den Leuten ziemlich Angst gemacht und sie in große Gefahr gebracht. Ich weiß. Es tut mir sehr leid, Onkel Sam. Und ich werde nie wieder so Geschichten erzählen. Aber Sarah, wozu erfindest du denn solche Sachen? Na, ich wollte, dass ganz viele Leute mit deinem Zug fahren, Großvater. Mach dir mal keine Sorgen, Sarah. Ich hatte ganz vergessen, wie schön die Berge hier sind. Und ich werde sicher bald mit dem Zug von Gareth wieder hierher kommen. Ja, ich auch. Und ich. Und wir. Tja, Gareth, da hast du jetzt wohl eine Menge zu tun, was? Und heute wollen wir uns eines ganz besonders merken. Wir sind Feuerwehrleute. Und egal, was für ein Notfall auch immer geschieht, Feuerwehrleute halten stets zusammen. Ja, ja. Halten stets zusammen, verstanden? Na dann, wenn das alles war, Sir Penny und ich müssen jetzt los. Wir machen einen Sicherheitscheck in Mike Flatts Werkstatt. Oh ja, natürlich. Dann mal nichts wie los. So, Critlington, Zeit für eine hübsche kleine Teepause. Oh, wie schön. Mit 4 Stück Zucker, bitte. Critlington? Natürlich machst du den Tee und niemand sonst. Ja, klar. Nun seid doch vorsichtig. Das ist meine absolute Lieblingstasse. Verzeihung, Hauptfeuerwehrmann Steele. Da, bitteschön, Mandy. Danke, Gwendolyn. Hallo, Gwenny. Oh, guten Tag, Dad. Und hallo, Butler. Nun mach Sitz. Na los. Schluss! Aus! Hey! Lass das! Oh nein! Butler wickelt dich ja regelrecht ein, Dad. Eigentlich ist er sehr gut erzogen. Mach's jetzt. Komm. Er riecht das leckere Essen hier. Das macht ihn ganz verrückt. Essen? Ja, natürlich. Hier ist dein Wurst-Sandwich zum Mittagessen. Mein Lieblings-Sandwich. Danke, Quenny. Nein, hör auf zu betteln. Ich freue mich schon richtig doll, dass ich nachher bei Ihnen im Zug mitfahren darf, Mr. Gareth. Dabei fällt mir ein, ich sollte mich jetzt besser beeilen. Ich muss den Pontypandy Express für die Fahrt vorbereiten. Bis nachher, Dad. Und vor allem gute Reise. Durch dick und dünn, bei Flut oder Flammen, Feuerwehrleute halten stets zusammen. Oh nein! Hauptfeuerwehrmann Steels Lieblingsbecher. Oh nein, nicht doch. Den muss ich heil machen. Und zwar schnell. Aha, Kleber. Du sollst aufhören zu betteln. Das ist mein Sandwich. Das kriegst du nicht. Dann werde ich den Kessel jetzt unter Dampf setzen, damit wir starten können. Oh nein, wie blöd. Der
klebrige Kleber ist überall. Quirtlingchen, wo bleibt denn nur der Tee? Oh nein, schnell. Ich muss den Becher reparieren, bevor Hauptfeuerwehrmann Stil merkt, was los ist. Ich bin gleich da, Sir. Ich habe auch einen Rauchmelder. Genau wie du es gesagt hast, Sam. Ausgezeichnet. Wir testen, wie gut er funktioniert. Na, der klingt doch einwandfrei. Ja. Mike, du hast den Sicherheitscheck mit Auszeichnung bestanden. Großartig. Toll, dann koche ich jetzt das Wasser auf und wir trinken zur Feier eine schöne Tasse Tee. Ha! Das wird ihm doch wohl nicht auffallen. Quirtlingchen! Was sitzt du denn da rum? Und was ist hier eigentlich los? Und wo ist mein Tee? Naja, die Sache ist dies, Sir. Oh, oh. Wieso hängt denn der Stuhl so an dir fest, Quirtlington? Ich habe ihren Lieblingsbecher heil gemacht und da habe ich wohl zu viel Kleber benutzt. Das schlägt dem Becher den Boden aus. Dann werde ich dich jetzt wohl mal aus dem Stuhl ziehen. Fertig? Ja! Das hat gar keinen Zweck, der rührt sich kein bisschen. Oh, da ist ja überall Kleber auf der Lehne. Jetzt komme ich auch nicht mehr los. Wirklich ungeschickt. Das ist alles überaus aufregend. Na, so aufregend ist das nicht. Ich bin schon mit vielen Zügen... Norman! Tja, dafür freuen wir uns schon sehr auf die Fahrt, nicht wahr, Mandy? Oh ja, Mom. Sieh mal, da ist ja auch schon der Lokführer. So, meine Damen, einsteigen. Und Norman. Danke. Komm her, Butler. Du wartest schön im Garten, bis ich wieder zurück bin. Meine Thermoskanne mit Tee. Ich habe sie drin vergessen. Bremse angezogen. Das dauert ja nur eine Sekunde. Was war denn das für ein Zwischenleben? Anhalten! Nein! Halt! Komm zurück! Schneller, Quirtlington! Ich höre noch, dass ein Notruf kommt. Wir müssen schnellstens ins Büro. Los doch! Schneller, nun mach doch! Nun sitzt da doch nicht einfach so rum, Quirtlington. Her mit dem Zettel und vorlesen. Ja. Oh, nicht doch. Was? Was ist? Es ist von Gareth oben von der alten Bahnhofstation. Der Pontypendi-Express ist ohne ihn losgedampft. Und obendrein sind ganz viele Menschen in dem Waggon. Das Mikrofon, schnell! Du musst es mir vors Gesicht halten. Los! Sam, Tom, es droht ein schweres Unglück durch einen führerlosen Zug. Wir treffen uns sofort alle an dem alten Bahnhof. Habt ihr verstanden? Wirklich jede Sekunde zählt. Helen und Mandy sind in dem Zug. Keine Sorge, Mike. Wir werden den Zug rechtzeitig stoppen. Na, so eine Zugfahrt ist doch herrlich, nicht wahr? Nur langweilige Wiesen und langweilige Hügel. Jetzt lass doch dieses Rumgemecker. Das ist lustig. Butler? Was ist denn mein Goldstück? Butler ist davon und fährt den Zug, Mom. Du bist echt doof, Norman. Dann schau's dir doch einfach selbst an. Oh, er hat recht. Der Lokführer ist verschwunden. Was? Wo ist denn Gareth? Tatsächlich, ein Hund steuert den Zug. Nun gut, ich hoffe, er weiß, wohin er fährt. Oh, hörte ich da gerade, dass ein Hund den Zug steuert? Jetzt wird's wirklich lustig. Tom, Sam, ein Glück, dass ihr so schnell kommt. Ihr müsst den Zug aufhalten, bevor er am Ende der Strecke auf den Prellbock kracht. Kein Problem, Mr. Gareth. Komm, hüpf rein, Sam. Oh, mir ist furchtbar schlecht. Seht doch nur, da oben. Da ist Tom Thomas in seinem Hubschrauber. Ja, und darunter hängt jemand in so einer Seilschlaufe. Halt mal, das ist ja Feuerwehrmann Sam. Toll!
Hallo, Butler. Ich wusste gar nicht, dass du einen Führerschein hast für diese Dinger. Was für eine tolle Rettungsaktion. Och, das war mal wieder im letzten Moment. Tausend Dank, Sam. Ein Hurra auf Feuerwehrmann Sam! Und Butler war der spannendste Lokführer, den wir je hatten. Langweilig war das kein bisschen. Das war ein echtes Abenteuer. Wann werden wir denn wiederfahren, Mom? Der Einsatz ist erledigt. Wir haben Ihnen einen Becher von der Pontypendi Eisenbahn mitgebracht, Sir. Hauptfeuerwehrmann Steele? Alles okay, Sir? Ich klebe ein wenig fest. Fest? Hauptfeuerwehrmann Steele hat mir eben zeigen wollen, wie Feuerwehrleute stets fest zusammenhalten. Genau so ist es. Das wollte ich zeigen. Eine kleine Lektion in Zusammenhalten. Nur, wenn du diesen Zusammenhalt auch wieder lösen könntest, Sam, dann wäre ich dir ausgesprochen dankbar. Ja. Nein, Sir, tut mir leid. Das ist nicht lustig. Bereit, Captain Mandy? Bereit, Admiral Charlie. Dann mach jetzt schnell eine Wende. Whee! Wow! Mandy kann aber wirklich gut segeln. Was macht ihr denn da? Mandy trainiert gerade für ihren Segelschein, Norman. Oh, hey, da kommt sie, Leute! Wirklich gut gemacht, Mandy. Ich glaube, du bist jetzt bereit, auch mal alleine rauszufahren. Oh, du meinst so ganz ohne jede Begleitung? Ja, genau. Du musst nur beherzigen, was du schon so oft von mir gehört hast. Bewahr nur schön einen kühlen Kopf und dann wird auch alles gut. Keine Sorge, Charlie, das kriege ich schon hin. Penny? Oh, hi, Sam. Ich habe den Anlasser von Jupiter hier repariert. Na, das passt ja. Denn hier möchte jemand lernen, wie man unsere Feuerwehrautos repariert. Hi, Penny. Elvis, prima. Es gibt hier ständig was zu reparieren. Die Elektronik, die Hydraulik, Verteilerkappen. Oh, verflixt. Reparaturen scheinen kompliziert zu sein. Keine Sorge, Elvis. Penny bringt dir alles bei, was man dazu wissen sollte. Wir fangen mit etwas Einfachem an. Kannst du die Batterien im Radio wechseln? Aber klar kann ich das. Tja, ich bin wohl ein wenig nervös. Ich habe bisher noch nicht allzu viele Dinge repariert. Elvis, nicht so schnell. Du solltest nicht hektisch werden. Nicht vergessen, die wichtigsten Eigenschaften eines Feuerwehrmanns sind Ruhe und Gelassenheit. Du hast recht, Sam. Ruhe und Gelassenheit. Was soll denn dieser fürchterliche... Penny bringt mir gerade bei, wie man Dinge repariert. Wie wär's, Quidlington, wenn du diese Reparaturen oder wie immer du das nennen willst, sonst wo erledigst? Penny, wie wäre es, wenn du mit Elvis runter zum Dock gehst und ihm zeigst, wie man Neptun repariert? Gute Idee, Sam. Und pass gut auf dich auf, Mandy. Und vergiss nicht, was Charlie dir alles gezeigt hat, ja? Lass dich noch mal drücken, mein Kind. Mom, ich fahre doch nur bis zum Leuchtturm da raus. Viel Glück, Mandy. Komm gesund wieder, Mandy. Wir werden dich auch anfeuern. Na schön, Mandy, also... Was habe ich dir beigebracht? Niemals so weit rausfahren, dass ich das Ufer nicht mehr sehen kann. Und gut aufpassen. Auf Windböen achten und auf gefährliche Dinge, die vielleicht im Wasser herumtreiben könnten. Ganz besonders Treibholz. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen, Captain Mandy. Hurra! Ja! Bitte fahren! Toll macht sie das! Vielleicht bin ich ja einfach nicht sehr geschickt, wenn es ums Reparieren geht, Penny. Auf der Feuerwache lief es ja nicht so gut. Wenn du dran denkst, was Sam gesagt hat und Ruhe bewahrst, dann wird es ganz sicher klappen, Elvis. Okay, Penny. Ich versuch's. Und du wirst mit etwas anfangen, was ganz einfach, aber sehr, sehr wichtig ist. Einfach. Das ist gut.
Dieser Akkuschrauber hier ist zum Lösen und Festziehen von Schrauben. Links herum zum Lösen, rechts herum zum Festziehen. Diese drei Schrauben halten den Motor an Neptuns Rückseite fest. Du sollst nur überprüfen, ob sie auch gut festgezogen sind. Kriegst du das hin, Elvis? Ja, natürlich, Penny. Das ist ja einfach. Links heißt los, rechts heißt fest. Ganz von alleine geht dann der Rest. Oh je, ob das jetzt richtig war? Sie ist viel zu schnell unterwegs. Da draußen muss es wohl sehr, sehr windig sein. Oh nein! Hilfe! Oh je, ihr Segelmast ist gebrochen. Wo ist sie denn hin? Vielleicht ist sie ja hinter dem Leuchtturm. Oder vielleicht hat der Wind sie ja weggeweht. Dad, kannst du nicht rausfahren und sie mit deinem Fischerboot holen? Nein, Sarah. Wir rufen lieber meinen Bruder an. Rufe Feuerwehrmann Sam. Mandy Flatt ist verschollen auf See? Kind verschollen auf See. Wiederhole. Kind verschollen auf See. Ich rufe Penny an und lasse sie sofort Neptun starten. Und ich nehme Venus und fahre zum Kai. Ja, Sir? Penny Flatt ist wo wurde sie zuletzt gesehen? Oh, sofort, oh. Sir. Jetzt sind schon zwei lockere Keine Schrauben. Keine Sorge, Hauptfeuerwehrmann Steve. Also, Sie können auf uns zählen. Steht er auf links, zieht die Schraube sich fest. Steht er auf rechts, sie sich leicht lösen lässt. Ja, auf geht's. Ja! Oh nein! Halt! Halt! Penny, kannst du mir noch mal den Akkuschrauber erklären? Dafür ist jetzt keine Zeit, Elvis. Mandy steckt in Schwierigkeiten. Los geht's! Aber... Oh je! Komm schon, Elvis, wir müssen los! Okay, Mandy. Kühler Kopf. Was würde eine Weltumseglerin jetzt wohl tun? Treibholz! Fantastisch! Okay, und jetzt ganz schnell ans Werk. Penny? Hör mal, diese Schrauben... Nicht jetzt, Elvis! Was ist denn jetzt passiert? Genau das wollte ich ja gerade erklären. Ich habe die Schrauben aus Versehen gelöst. Es tut mir ja so leid, Penny. Das war ein schlimmer Fehler. Schon gut. Das war ebenso mein Fehler, Elvis. Ich hätte dir zuhören sollen. Oh, Penny und Elvis scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Tom, wir brauchen sofort den Hubschrauber. Gute Arbeit, Elvis. Aber was sollen wir denn jetzt nur tun? Ohne diese Schrauben wird es uns niemals gelingen, unseren Motor zu reparieren. Da ist Sam! Sucht ihr vielleicht die hier? Oh, danke schön, Sam. Wie konnte ich nur so nachlässig sein? Ich habe versucht, ruhig und gelassen zu sein, aber diese Schrauben haben sich... Wow, nicht aufregen, Elvis. Denk dran, Mandy ist auf See verschollen und sie braucht jetzt dringend unsere Hilfe. Du hast recht, Sam. Ich muss jetzt einfach nur Ruhe und Gelassenheit bewahren. So. Und fertig. Und jetzt retten wir Mandy. Gut gemacht, Elvis. Geschickt repariert, Elvis. Ahoi, Sam! Da ist Mandy. Und ihr Mast ist aus Treibholz. Das ist brillant, ja. Wirklich schlau. Braucht ihr Hilfe? Danke, Mandy. Aber jetzt, wo Sam da ist, können... Ich finde, wir sollten ruhig Mandy die Heldenrolle lassen, oder, Penny? Ich meine, ja, Mandy. Das wäre wundervoll. Geleite uns heim, Captain Mandy. Da ist
Heute hat Mandy uns eindeutig bewiesen, dass sie wahrhaftig das Zeug zu einer waschechten Seglerin hat. Oh, aber vielleicht sollte sie doch noch ein wenig üben. Ein, zwei Jährchen oder so. Musik